Corona zum Beispiel, solche Dinge. Heute bin ich einfach nur ein bisschen Moderator. Ich möchte dem André einfach ein bisschen unter die Arme greifen. Wie ihr schon gemerkt habt, ist der Mann ein bisschen nervös, aber das kriegen wir alles hin. So, von meiner Seite aus erstmal Erläuterung bis Applaus heute. Wir haben den Daniel Reh hier. Da freuen wir uns besonders drauf. Der ist Erziehung, Wirtschaft, Schüler und Sektoren am Institut. Wir haben die Lydia nachher da. Dass sie hier sind und wir sind sehr gespannt, was wir da zu hören bekommen. Wirklich. Dann haben wir noch ein offenes Mikrofon. Wer da einfach nur was sagen möchte, der kann sich da dann später einfach hier vorne hinstellen und gerne uns was erzählen. Wir freuen uns über jeden. Danach kommt der Timo, der uns philosophisch ein bisschen was aktuell zu der Welt erzählt. Sehr interessant. Und am Schluss haben wir noch den Dr. Edrich, der über Fremdbestimmung und Selbstbestimmung in der Corona-Zeit spricht. Und dann macht der André noch den Schluss mit seiner Rede. Okay, dann würde ich mal an den André übergeben. Der darf dann den Daniel Reh ankündigen. So, also ich sage dann nochmal herzlichen Dank an alle, die mich hier unterstützt haben. Was mir noch am Herzen liegt und was eigentlich relativ aktuell ist, worauf ich noch gerne hinweisen möchte, was dann einfach so eine kleine Herzenssache ist, ist die Sache, ich weiß nicht, ob ihr schon mal davon gehört habt, von dem kleinen Mädchen, was da wohl mit einer Maske im Bus zusammengebrochen ist. Was sich jetzt wohl auch rausgestellt hat, ist, dass wohl auch das Tragen der Maske maßgeblich dazu beigetragen hat, weil Kinder merken das nicht, wenn die keine Luft mehr bekommen, wenn die zu viel CO2 einatmen. Und das bedeutet, die atmen es einfach und merken es nicht und fallen einfach um und dann sind sie tot. Und so wie ich es jetzt gekriegt habe, ist es wohl auch schon das zweite Kind, was durch diese Maßnahmen mit dieser Maske das Leben verloren hat. Und da ist einfach für mich nicht mehr vernünftig erklärbar, wieso die Regierung eine Maßnahme macht, die uns einfach schadet, die nichts bringt, und dann auf unsere Kinder. Das ist für mich einfach die unterste Schublade. Sowas darf ein Staat nicht tun. Ein Staat darf sich nicht einmischen und sagen, hey, dein Kind muss jetzt aus Solidarität krank werden. Das muss es eben nicht. Die Masken, die haben keinen Sinn. Wenn ihr mal ins Internet guckt, wie ein Virologe arbeitet, was der an Kleidung trägt, das sind spezielle Überdruckanzüge, weil ein Virus sogar durch normale Schutzanzüge durchgeht. Die sind mit Überdruck, dass wenn er sich irgendwie schneidet oder irgendwas ist, dass da nichts eindringen kann. Und uns wird erzählt, uns tut so ein Lappen hier davor schützen. Nein, tut's nicht. Und es gibt auch noch Keime und Bakterien. Und von der psychologischen Wirkung, was das auf Kinder hat, darüber wird gar nicht geredet. Das wird einfach komplett ausgeblendet. Jetzt, wenn das Maschinen wären. Und Kindern wird hier beigebracht, dass ihre bloße Existenz für andere eine Gefahr ist. Und das ist einfach wider aller Menschlichkeit. Und allem, wofür wir hier auch eigentlich stehen. Was uns als Menschen ausmacht. Und wenn wir das alles wegtun, was ist denn dann noch von uns? Dann sind wir nur noch Hüllen. Dann sind wir einfach nur wie Gegenstände. Und das darf nicht passieren. Wir sind ja keine Gegenstände. Und wir sind nicht nur Wirtskörper für einen Virus, sondern wir sind Lebewesen. Wir brauchen soziale Nähe. Wir brauchen Gemeinsamkeit. Das ist für unser Immunsystem genauso wichtig, wie dass man sich gesund ernährt, dass man rausgeht, sich bewegt und miteinander redet, soziale Kontakte. Das ist ja alles eins. Wenn man uns das wegnimmt, dann werden wir dauerhaft krank. Unsere Psyche wird darunter leiden. Und das ist zu welchem Preis? Das ist einfach alles nicht mehr tragbar. Und es wird hier künstlich hochgetestet. Wir hatten, glaube ich, am Anfang von 1,5 Millionen Tester in der Woche. Bei 1% Fehlerrate bei der PCR-Test würde dann eine Infektionsrate pro Tag von 2100 Personen rauskommen. Wir haben jetzt 2300 gemessen. Wenn wir 1% Fehlerquote haben, dann haben wir ja wirklich nur 200 wirklich Infizierte.
und da das Ganze ja Chancenrechnung ist, können es auch mal 4000 Fehler sein. Ja, das ist nicht nur das, das sind ja auch dann zum Beispiel, letzte Woche war ja die Veranstaltung, wo wir da hatten, für die Clubs, ne, und für die Veranstaltungsbranche. Das sind ja alles Sachen, was unsere Kultur ausmacht. Davon wird nichts mehr übrig bleiben. Unsere Kultur wird vernichtet mit der Begründung von einer Krankheit. Das sind alles Sachen, die führen jetzt zu Maßnahmen. Diese Maßnahmen zerstören Menschenleben. Es gibt Kinder, wo diese Maßnahme war mit für die Schulen, wo man dann, Entschuldigung, ja. Wenn die Maßnahmen für die Schulen, wo man die abgeschlossen hat, dass man die schließt, diese Studie wurde mittlerweile ja widerlegt und Kinder sind 90% weniger virenbelastet wie Erwachsene. Das bedeutet, die Schulen hätten ja nie geschlossen werden dürfen. Diese hat der Drosten und das RKI mittlerweile auch zugegeben, dass diese Studie verkehrt ist. Ja, das hat man dann einfach unter so einem Ding abgetan, wie es war ein Auswertefehler. Ein Auswertefehler, der das Leben von Millionen Menschen zerstört. Was ist denn das? Warum werden die Menschen, warum wird da nicht aufgeklärt? Warum gibt es da keinen Ausschuss? Wieso werden Fragen, die wir Bürger, die Politiker an die regierenden Stellen nicht beantwortet? Die geben keine Antwort. Und dann, wenn die Leute dann auf die Straße gehen, dann heißt es nachher, ja, was ist mit euch? Ich kann einfach das gerade, Entschuldigung, ich bin einfach viel zu aufgeregt. Und emotional. Ja, das ist so. Dankeschön. Dankeschön. Ja, ich will auch jetzt gar nicht mehr groß über den Brei rumreden, so. Den Daniel Rehf, wenn ich ihn nicht mal vorstellen darf. Ich glaube, du machst das wahrscheinlich ein bisschen besser wie ich. Ja, hallo, hallo Heidenheim. Gebt euch selber einen Applaus, dass ihr den Mut hattet, überhaupt heute hierher zu kommen. Ja, zu mir braucht es eigentlich gar nicht viel Worte. Ich bin 28 Jahre alt, ich heiße Daniel Reh und ja, wirklich Reh, Richard Emil, nein, da kommt kein H mehr, da kommt auch kein zweites E. Und ja, ich bin Dozent für Betriebs- und Volkswirtschaft und ich war jetzt in den vergangenen Monaten viel unterwegs, viel auf Demos, viel in Arbeitsgruppen, viel auf Kundgebungen und der Grund, warum ich hier stehe, wäre, dass ich das ein bisschen auch in Richtung ja, anderen Schaden ein bisschen ablenken möchte, weil die Krise, in der wir uns befinden, hatte nicht nur Masken tragen und Abstände als Folge. Ja. Man hat im März Maßnahmen getroffen, die eigentlich jenseits von Gut und Böse waren und mir fehlt einfach ein bisschen die Aufklärungsarbeit seitens der Lehrer, seitens der Dozenten auch und seitens der Ökonomen und Volkswirte eigentlich. Da mal richtig abzubilden in der Gesellschaft, was das eigentlich alles mit sich gebracht hat. Und ich würde jetzt einfach gern Ihren Wissensstand ein bisschen abfragen, damit ich einfach ungefähr weiß, inwieweit die Arbeit schon vorangeschritten ist. Wir hatten, als man im März die Maßnahmen verhängt hat, als man unsere Supply Chain, unsere gesamte Lieferkette unterbrochen hat, hatten wir von März auf April allein einen Anstieg an registrierter Arbeitslosigkeit von 300.000 Menschen, die dazugekommen sind. Von März auf April in 4 Wochen. Wem war dieser Zustand bewusst? Ja, es sind doch immer wieder welche dabei, die das halt nicht wissen. Klar, weil es auch medial totgeschwiegen wird, wird auch seinen Grund haben. Ja, wir feiern ja jetzt 6 Monate Maßnahme. Könnten wir mal einen Kuchen vielleicht vor das Kanzleramt stellen oder so, aber 6 Monate bewegen wir uns jetzt in dem Elend. Und es sind mittlerweile 600.000, die da produziert worden sind. Also wir haben pro Monat netto 100.000 Arbeitslose dazugekommen. 100.000 in 4 Wochen. Wir haben im ersten Halbjahr diesen Jahres 9.007 Insolvenzanträge reinbekommen. Seit März hat man aber die Pflicht zur Insolvenzantragstellung für Unternehmen ausgesetzt. Da kann sich auch jeder fragen, warum man die Maßnahme getroffen hat.
Wir haben eine Altersarmut, die seitdem durch die Decke ging. Wir hatten in den vergangenen 30 Jahren, vielleicht kennen Sie der ein oder andere die Tafeln, auf die wir in Deutschland so stolz sind, dass sich unsere Alten da einmal die Woche was zu essen holen können. Da haben wir jetzt mittlerweile ja 1000 Stück in diesem Land. Vor kurzem hat man da noch eine Feier geschmissen und hat gesagt, das ist unser Beitrag zur Fachkräftelücke. Also Sie sehen auch, was ich hinaus will, die Krise hat sich bereits lange, lange vor Corona angebahnt. Ja? Und es wäre jetzt vielleicht an der Zeit, ich habe eigentlich zur Lydia habe ich noch geschrieben, wenn heute bei dem Wetter weniger wie 10 Menschen kommen, dann wird es wahrscheinlich eine Wutrede. Aber es wäre jetzt vielleicht an der Zeit, dass wir jetzt, endlich jetzt den Arsch hochbekommen, wenigstens für unsere Kinder, wenn man sich schon getraut hat, überhaupt an die Kinder zu gehen. Ja? Und wenn nicht spätestens da, hat mir vor ein paar Tagen eine nette junge Dame geschrieben, wenn wir nicht für die Kinder wenigstens aufstehen, denn für was denn dann? Und ich möchte mich eigentlich auch gar nicht wütend zeigen, aber mir geht es einfach nicht darum, Sie haben den Weg hierher gefunden. Sie hatten wohl Ihren Grund, hierher zu kommen. Aber es gibt einen Haufen Menschen noch, der Hund motzt auch schon zurecht, es gibt einen Haufen Menschen noch, die sind halt nicht hier. Und so wie ich das gehört habe, befindet sich die Stadt bei der Einwohnerzahl, glaube ich, im fünfstelligen Bereich. Wie viele Menschen wohnen hier in Heidenheim? 48.000 Menschen wohnen in dieser Stadt. Und jetzt schauen Sie mal nach links und rechts. Für gewöhnlich fühlen sich die Menschen eigentlich isoliert. Und die kommen immer wieder und sagen, ja, aber ich habe niemand bei mir in der Straße, ich habe bei mir niemand in der Familie, ich fühle mich allein. Für gewöhnlich möchte ich die Menschen aufbauen und sagen, schaut euch doch mal links und rechts um, ihr seid nicht allein. Ihr wohnt nicht alle in einer Straße oder ihr wohnt nicht alle in der gleichen Stadt. Aber ihr seid nicht allein. Aber wir sind an einem Moment angekommen, wir springen seit 6 Monaten rum. Ich sage das jetzt explizit für die Kamera, weil ich weiß, dass das auch rausgeht. Seit 6 Monaten springen wir hier rum. Wir waren Hunderttausende in Berlin am 1.8. Und da haben wir eigentlich gedacht, okay, wenn wir so viele sind auf der Straße, dann senden wir ein Signal, dass sie mit uns nicht machen können, was sie wollen. Und was kam danach? Die meisten, die Kinder haben, wissen es. Also nur, um auch mal verständlich zu machen, die schrecken in Berlin vor nichts zurück. Vor nichts schrecken sie zurück. Lassen Sie mich noch ein paar Zahlen rauswerfen, dann habe ich hier heute meinen Beitrag geleistet. Wir hatten Anfang des Jahres, als man die Maßnahmen im März getroffen hat, 2,3 Millionen Arbeitslose. Die über 600.000, die draufgekommen sind, wir liegen jetzt bei 2,995 Millionen Arbeitslose in diesem Land. Und ich habe mal gelernt, dass mir eine Zahl einzig und allein eigentlich nichts aussagt. Wissen Sie, wann wir das letzte Mal 3 Millionen Arbeitslose in Deutschland hatten? Weiß das jemand zufällig? Muss keiner wissen? 2011. Was wir uns in 9 Jahren mühselig an Arbeitslose abgebaut haben, hat man uns in 6 Monaten einfach wieder draufgeworfen. Ich spreche das deshalb nur an, weil wenn ich in der Stadt oder wenn ich in der Öffentlichkeit unterwegs bin, mir ein Gefühl suggeriert wird, als wenn sie morgen die Masken und die Abstandsmaßnahmen wieder aufheben, dieser Welt wieder heile wäre. Für mich nicht. Für mich ist die Welt so lange nicht heile, solange ich aus dieser Stadt rausfahre und an der Tafel jedes Mal 20 Menschen davor sehe. So lange ist die Welt nicht für mich heile. Wir haben 6 Billionen Privatvermögen in diesem Land und haben eine gigantische Altersarmut, die nur noch steigt und nicht mehr nach unten geht. Was ich damit sagen will, ist, wenn Corona vorbei ist, dann wird die Arbeit nicht vorbei sein. Wir werden alle weiterarbeiten müssen, uns in Bürgerinitiativen einbringen müssen, politisch endlich denen über die Finger zu schauen. Und wenn sie dann wieder auf die Idee kommen, reichen Steuern zu senken und den Mittelstand und die Armen wieder zu besteuern, dann sollten wir ihnen direkt wieder in Berlin auf die Finger hauen. Eigentlich wollte ich ja nicht mehr sagen, weil ich wollte euch noch die Sprechzeit geben, weil ich ja weiß, dass ihr
relativ knapp an Kundgebungen seid. Von meiner Seite war es das jetzt. Ich könnte es jetzt noch 4, 5, 6 Stunden ausführen, was das alles noch mit sich gebracht hat. Aber bitte, 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 sprechen Sie mit Menschen, wenden Sie sich nicht ab und vor allem lassen Sie sich nicht davon spalten, weil genau das wollen Sie. Ja, uns die Maske aufziehen, dass wir unser Gesicht nicht mehr zeigen, dass wir Abstände einhalten, genau das wollen Sie damit erreichen. Lasst euch bitte nicht spalten. Und vor allem ganz wichtig, versucht auch mal. Und mir liegt nichts daran an die Maskenträger und so weiter, das will ich auch nochmal an der Stelle ansprechen. Ich halte auch nichts davon zu sagen, ja, die Schlafschafe, ja, die schlafen ja, die checken ja überhaupt nichts, was hier abgeht. Wissen Sie, was ein Fleisch oder jemand, der in der Massentierhaltung, ein Vegetarier oder ein Veganer, der dagegen protestiert, wisst ihr, was der von meinem Fleischkonsum hält? Der denkt genau das Gleiche über mich. Lasst uns lieber unterscheiden zwischen Aktivisten und Nicht-Aktivisten. Werdet alle aktiv. Sie können nur so lange da oben machen, was sie wollen, solange wir nichts tun. Dankeschön. Danke, Daniel Reh. Soll das nicht pfeift. Und dass mich auch hier alle gut hören können. Also ich nehme heute auch meinen ganzen Mut zusammen. Ich bin jetzt nicht so die Rednerin, aber ich fühle mich gezwungen zu sprechen. Also mir bleibt nichts anderes übrig. Mir lastet es so dermaßen auf der Seele, was da mit unseren Kindern gerade passiert. Liebe Mitstreiter, Familien, liebe Mütter und liebe Pädagogen, als Ende März Corona passierte, mein Name ist Lydia Keck, ich bin beruflich Erzieherin, Fachpädagogin für frühkindliche Bildung und zusätzlich Musik- und Klangtherapeutin. Warum stehen wir heute hier? Es ist doch alles gut. Durch Corona hatten wir eine kleine Auszeit, mehr Zeit für sich, mehr Zeit für die Familie, weniger Alltagshektik und jetzt ist doch alles wieder gut. Wir können und dürfen wieder arbeiten, zur Schule gehen, in den Kindergarten und sollten doch nur ein bisschen Rücksicht den anderen gegenüber nehmen. Nur ein bisschen Abstand halten, Maske aufsetzen und alles ist gut. Uns wird gesagt, was zu tun ist, wie wir uns zu verhalten haben und alle machen mit. Ganz einfach den Informationen folgen. Ist doch ganz easy. Gäbe es da nicht etwas, was uns stutzig werden lässt? Denn warum sind diese Informationen weltweit so verschieden? In Afrika zum Beispiel, dort lebt meine Mutter seit 2015. Da wird weiter gelebt, als hätte es Corona nie gegeben. 2 Wochen wurden dort tagsüber Masken getragen. Seitdem ist alles nach wie vor. In Kürze wird es in der Stadt Touba, wie jedes Jahr, ein spirituell-religiöses Fest stattfinden. Touba ist schon immer von der hiesigen Regierung weitestgehend unabhängig gewesen. Der Präsident von Senegal, Macky Sall, hat im Frühjahr zwar Corona-Auflagen durchgesetzt, aber niemand hält sich dort dran. Und zu dem besonderen Fest wird jetzt im Oktober, werden Tausende in die Stadt pilgern. Essen wird dort zubereitet und ausgetauscht, verteilt. Es wird gesungen und sich tanzen in Schlangen und Polonaisen bewegt. Die Anführer lassen sich das nicht verbieten und nichts und niemand wird das Fest zum Wohle der Menschen unterbinden. Alle Senegalesen sind auf der Seite der Beifall. Komisch auch, dass Afrika im August eins der Risikoländer eingestuft wurde, wie alle anderen nicht-europäischen Länder auch. Somit konnte ich meine Mutter nicht sehen. Weder uns noch ihr ist es möglich, sie zu besuchen. Nicht mal einmal im Jahr, wie wir es geplant hatten. Und wir wissen nicht, ob und wann das überhaupt jemals wieder der Fall sein wird. Und das doch, obwohl es in Afrika so gut wie gar keine Corona-Fälle gibt. Obwohl sich dort nicht an die Corona-Auflagen gehalten wird. Schauen wir mal rüber zur Schweiz.
Die Schweiz hat von Anfang an lockere Auflagen im Vergleich zu Deutschland. Masken tragen nur in öffentlichen Verkehrsmitteln, sonst nichts, auch beim Einkaufen muss im Kanton Bern, wo mein Vater und Bruder mit Familie wohnen, keine Maske getragen werden. Abhängig anhand der Fallzahlen wird diese Pflicht eingeführt, wie im Kanton Neuenburg-Neuchâtel zum Beispiel. Aber diese fahren dann einfach in das Nachbarkanton Bern, um dort einzukaufen. Der Einzelhandel klagt dies sehr. Im Kanton Zürich wird im Moment diskutiert, die Maskenpflicht deswegen abzuschaffen. Die Fallzahlen seien dafür zu gering. Schauen wir doch mal, was das BAG, Bundesamt für Gesundheit in der Schweiz, am 2.8. sagte. Nämlich, die Ansteckungsrate bei Schülern liegt bei 0,3%. Das ist nicht wirklich hoch, oder? Während meiner pädagogischen Ausbildung habe ich gelernt, den Kindern beizubringen, selbst zu denken, zu lernen, für sich selbst einzustehen und authentisch zu sein. Wir Erzieher wenden Partizipation an. Die Kinder sollen und dürfen mitbestimmen. Wir arbeiten demokratisch. Wir bringen den Kindern soziales Verhalten bei und auch niemanden aufgrund seiner Andersartigkeit auszuschließen oder zu diskriminieren. Und ja, Kinder sind von Grund auf sehr empathisch und einfühlsam. Trotzdem will gelernt sein, sich sozial zu verhalten, zu teilen und so weiter. Das wissen wir. Die Kinder vertrauen uns, wir sind ihr Vorbild. Sie sollen gestärkt und selbstbewusst und selbstbestimmt in ihrem jeweiligen Entwicklungsstadium gefördert werden. Die Individualität ist großgeschrieben. Jetzt, durch Corona, sollen sich aber alle an die gleichen Regeln halten. Widersprüchliche und unlogische Regeln. Was aber müssen die Kinder denken? Und von uns als Vorbild lernen, wenn wir Masken tragen. Was geht in einem Kind vor, wenn es beim Abschied der Mutter nicht mit einem Kuss und Lächeln verabschiedet wird? Wenn das Kind die Maske küssen muss, nicht den Ausdruck der Mutter und der Erzieherin in ihren Gesichtern sehen kann, nicht durch deren Mimik erkennt, dass die Mutter auch der Erzieherin ein Lächeln schenkt, sie ihr vertraut, das Kind anhand des kurzen Austauschs die Basis der beiden Bezugspersonen lesen kann. Wenn das Kind abgeholt wird und nicht ein freudiges Lächeln zu sehen bekommt. Und schlimmer noch, wenn die Kinder selbst anfangen, Masken zu tragen, spätestens ab dem Ende der Grundschule. Merken die Kinder nicht an uns Erwachsenen als Vorbild, ob es die Angst vor dem Virus ist, das uns das tun lässt? Oder merken sie sogar, dass wir etwas machen, was wir nicht machen möchten und nicht dahinter stehen können oder gar bemerken, dass jemand, vielleicht auch die eigene Mutter oder Bezugsperson, ausgegrenzt wird, weil diese aus gesundheitlichen Gründen die Maske nicht tragen sollte und dann aber trotzdem gemacht wird, um nicht aufzufallen, um nicht ausgestoßen oder gar angegriffen zu werden. Dem eigenen Körper, dem eigenen Denken nicht treu zu sein. Welche Angst ist größer? Die vor dem Virus, die vor der Autorität, in dem Fall der Obrigkeit, Staat, Arbeitgeber und den anderen Menschen? Wir bringen den Kindern bei, selbst zu denken, zu lernen, für sich einzustehen und authentisch zu sein. Jetzt soll das nicht mehr gültig sein. Obwohl in der Corona-Verordnung steht, dass man die Maske nicht tragen muss, aus sonstigen Gründen. Sonstige Gründe, was könnten das sein? Ich bekomme keine Luft, ich kann nicht frei atmen. Niemand übernimmt die Verantwortung, wenn es Kindern unter der Maske schwindelig wird, wenn jemand umkippt. Was ist mit dem verstorbenen 13-jährigen Mädchen, welches im Schulbus unter der Maske zusammengebrochen und verstorben ist? Wird das auch einfach wieder so unter den Teppich gekehrt? Wenn Menschen aggressiv und gereizt werden, wenn sie sich gezwungen sehen, die Masken Stunden über Stunden tragen zu müssen. Und das, obwohl schon auf der Verpackung steht, schützt vor Covid-19 nicht. Alles und jedes Produkt in ganz Deutschland hat diesen CE-Stempel.
Dieser Stempel bedeutet, dass das Produkt zertifiziert und geprüft ist. Mit der CE-Kennzeichnung erklärt der Hersteller, in Verkehr bringen oder EU-Bevollmächtigte gemäß EU-Verordnung 765-2008, dass das Produkt den geltenden Anforderungen genügt, die den Harmonisierungsvorschriften der Gemeinschaft über ihre Anbringung festgelegt hat. Warum haben die Masken das nicht, dieses CE-Zeichen? Um was geht es denn jetzt nun? Den Kindern Vertrauen in ihr eigenes Leben und Können zu vermitteln? Werte und Kultur beizubringen? Oder bei den Kindern die Angst vor Krankheit, Waschzwang und das Aufhören, Körperkontakt zu suchen? Kindern wird erheblicher Schaden psychischer und seelischer Art und Weise zugefügt, wenn sie die Gesichtszüge ihres Gegenübers nicht klar definieren können. Sprachlich und sozial-emotional kann das Kind nicht folgen, abspeichern und nachahmen, wenn es die gesamte Mimik nicht sehen kann. 80% der Sprache verläuft nonverbal. Nur an den Augen lässt sich davon nichts ableiten. Die Synapsen bekommen keinen Input und verkümmern. Wo sind die Pädagogen, die das alles wissen und gelernt haben? Jemand sehr Weises und Schlaues sagte einst zu mir, Corona ist eine Chance für jeden Einzelnen, sich seinen Ängsten zu stellen. Manche schaffen es noch nicht, sich mit der Thematik auseinanderzusetzen. Aber wenn wir hier, die wir hier stehen, uns zusammen unterstützen, zusammenhalten, stark machen, dann können wir etwas bewegen. Nach oben hin vielleicht nicht. Die Regierung und die Politik macht einfach so weiter. Aber wir können mutig und authentisch und selbstbestimmt in unserem kleinen Umfeld leben, dadurch auch anderen Mut geben und irgendwann haben wir die Anzahl der Leute erreicht, um die Mehrheit zur Vernunft zu bewegen, hoffentlich. Wir alle zusammen müssen unsere Kinder schützen vor dieser vorrangigen Finanzdiktatur, verkleidet als epidemische Gesundheitspanikmache. Danke. Ich bin gleich fertig. Habt ihr bemerkt, dass die Richtlinien zum Ausrufen einer Pandemie inzwischen so verändert wurden, dass aufgrund eines Fußpilzes nun eine weltweite Pandemie eingeläutet werden könnte? Ja, das ist so. Wir haben aufgepasst, was da so getrieben wird. Schon 2009 in Zeiten der Schweinegrippe gab es noch die Regelung, dass eine Pandemie dann besteht, wenn es auch Tote gibt, und zwar viele. Dass man nicht anhand eines fragwürdigen PCR-Tests die Krankheit suchen muss. Wir stehen hier, um uns Mut, Hoffnung und Kraft zu geben, um kämpfen zu können. Kämpfen für uns, unsere Zukunft, aber am allermeisten für unsere Kinder, denn sie sind unsere Zukunft. Und die soll friedlich, selbstbestimmt, wahrhaftig, authentisch und mutig sein. Lasst uns miteinander vernetzen, gegenseitig helfen. Wir haben aus diesem Grund heute die Anna Rehm eingeladen. Anna Rehm ist in Schwäbisch Gmünd bei der Initiative Eltern für Aufklärung und Freiheit. Sie möchte uns hier in Heidenheim die Hilfe zur Selbsthilfe ermöglichen, eine Telegram-Gruppe zu bilden. Wir suchen da noch Admins und natürlich auch Leute, die Interesse haben, einzusteigen. Flyers hat sie mir auch mitgebracht. Und wir haben ja auch den Infotisch dort mit dem Spendenkessel, wer gerne eine Spende geben möchte. Wir haben das Ziel, vielleicht noch dieses Jahr die Anlage dann als komplette Demoanlage abgezahlt zu haben. Und die Flyers kosten auch immer ein bisschen. Vielen Dank. Und jetzt das Wort an Anna Rehm. Vielen Dank. Ja, hallo. Ich mache das zum allerersten Mal. Ich war vor 2020 noch nie auf einer Demo, muss ich zu meiner Schande gestehen. Ich bin überhaupt kein Demo-Typ gewesen bis zu diesem Jahr. Ich habe seit diesem Jahr das Gefühl, ich muss aufstehen, ich muss meinen Mund aufmachen. Das ist so unglaublich, was gerade hier los ist. Also ich kann immer nur den Kopf schütteln. So.
Ich war Anfang August das erste Mal in Stuttgart auf der Demo und dann Ende August in Berlin. Also ich habe es mir gleich richtig gegeben und es war richtig, richtig schön. Und ja, ich bin stolz drauf, dass ich es jetzt mache. Okay, also mein Name ist Anna Rehm, ich bin Mutter von zwei Jungs und ich komme aus Schwäbisch Gmünd. Ich bin heute hier, um euch unsere Elterninitiative Eltern für Aufklärung und Freiheit vorzustellen. Es gibt uns seit Mitte August und wir sind mittlerweile deutschlandweit in jedem Bundesland vertreten. In Baden-Württemberg sind wir ganz besonders viele und wir werden jeden Tag mehr und das ist richtig schön zu sehen. Wer sind wir? Wir sind Eltern, Großeltern, Erzieher und Lehrer. Wir setzen uns für die freie Entfaltung unserer Kinder ein. Frei von Zwangsmaßnahmen, die mit der derzeitigen Corona-Situation begründet werden. Wir wünschen uns mehr Entscheidungsfreiheit für alles, was unsere Kinder betrifft. Und wir haben uns zum Ziel gesetzt, unsere Kinder vor staatlicher Willkür zu schützen. Was möchten wir? Wir verbinden Eltern, Großeltern, Pädagogen und Mediziner. Unsere Bewegung soll wachsen und dafür brauchen wir euch. Denn gemeinsam sind wir noch viel stärker. Wir möchten darüber aufklären, wie es zu der Situation kam, in der sich unsere Kinder jetzt befinden. Wir wünschen uns den Diskurs und Austausch. Wir setzen uns ganz konkret für die Situation unserer Kinder in den Schulen, Kindergärten, Sport und Musikvereinen in dieser außergewöhnlichen Zeit ein. Wir wollen die Regierung dazu bringen, endlich für das Wohl der Kinder zu handeln und nicht ständig nur dagegen. Wir fordern daher ganz klar, keine übertriebenen Hygienemaßnahmen mehr. Soziale Nähe anstatt sozialer Distanz. Keine Masken mehr. Eine freie Impfentscheidung. Und normalen Schulunterricht und Kindergarten. Denn Kinder brauchen Bildung ohne Einschränkungen. Sie brauchen Freunde, Nähe und Freizeit mit Gleichaltrigen. Ich möchte euch daher alle einladen, kommt zu uns zum Vernetzen. Wir und unsere Kinder, wir brauchen euch. Unsere Landesgruppen und Ortsgruppen findet ihr auf Telegram. So, und jetzt noch ein paar persönliche Worte von mir. Als ich vor wenigen Monaten den Text einer WhatsApp-Nachricht von einer guten Freundin aus Wien gelesen habe, da lief es mir im ersten Moment wirklich eiskalt den Rücken herunter. Da stand nämlich, Anna, du glaubst es nicht, die sperren uns hier alle ein. Ich fragte natürlich nach, wieso werdet ihr eingesperrt, was ist los? Ja, wegen Corona, das ist doch jetzt eine Pandemie und jetzt dürfen wir nicht mehr aus dem Haus oder nur noch sehr eingeschränkt. Wieso lief es mir da eiskalt den Rücken herunter? Dazu muss ich ein wenig ausholen. Ich habe Gesundheitsförderung studiert und im Rahmen dieses Studiums habe ich mich vor allem mit den Themen Gesundheitspsychologie und Soziologie auseinandergesetzt. Wenn man wie ich einen gesundheitswissenschaftlichen Hintergrund hat, dann kann man seit Monaten eigentlich nur noch den Kopf schütteln, denn man weiß, was zum Beispiel Isolation und Einsamkeit hervorgerufen durch den Lockdown und auch durch die Quarantäneanordnungen mit Menschen machen. Isolation und Einsamkeit waren und sind vor allem für die Menschen ein großes Problem, die sowieso schon relativ wenig Kontakte haben und oft auf sich allein gestellt sind. Wie beispielsweise Einzelkinder, Alleinerziehende oder auch psychisch Kranke, sowie alte Menschen. In einem Artikel auf wissenschaft.de heißt es wörtlich, weitgehende oder gar vollkommene Isolation, der es an jeglicher sozialer Interaktion mangelt, und das war für ganz, ganz viele Menschen dieses Jahr schon der Fall und ist es auch teilweise immer noch, schädigt jedoch die Psyche so nachhaltig, dass sie sogar explizit als Foltermethode verwendet wird. Wissenschaft.de. Forschungen zeigen sehr konkret auf, dass unter sozialer Isolation nicht nur die Psyche, sondern auch der Körper und das Immunsystem stark leiden.
Nicht umsonst gibt es in Großbritannien seit einigen Jahren ein Ministerium für Einsamkeit. Die Definition von Gesundheit der WHO, also der Weltgesundheitsorganisation, lautet folgendermaßen: Gesundheit ist der Zustand des vollständigen körperlichen, geistigen und sozialen Wohlbefindens und eben nicht nur des Freiseins von Krankheit und Gebrechen. Sich des bestmöglichen Gesundheitszustandes zu erfreuen, ist eines der Grundrechte jedes Menschen, ohne Unterschied der ethnischen Zugehörigkeit, der Religion, der politischen Überzeugung, der wirtschaftlichen oder sozialen Stellung. Wenn man sich diese Definition der WHO mal in Ruhe durch den Kopf gehen lässt und darüber nachdenkt, wie bisher mit der vermeintlichen Pandemie umgegangen wurde, dann wird doch eins ganz klar, nämlich dass die geistige und soziale Gesundheit überhaupt nicht adressiert werden. Es geht, wenn überhaupt, dann immer nur um die körperliche Gesundheit. Körper und Psyche hängen aber zusammen und bilden eine Einheit. Geht es unserer Psyche schlecht, dann geht es auch automatisch unserem Immunsystem schlecht. Da kann ich dann noch so viel Maske tragen oder Abstand halten, das hilft mir dann nicht. Zudem geht es immer nur darum, sich nicht anzustecken, also Krankheit abzuwenden. Wie man Gesundheit fördern kann, davon ist in den Medien bis heute kaum die Rede. Es ist längst bekannt, dass Bewegungsmangel durch ständiges Sitzen, fehlende soziale Kontakte und ein zu niedriger Vitamin-D-Spiegel durch fehlendes Sonnenlicht das Immunsystem so stark schwächen, dass wir Krankheiten damit Tür und Tor öffnen. Wieso wird das nicht in den Medien thematisiert? Wieso sagen wir den Menschen nicht, geht raus, bewegt euch, pflegt eure Freundschaften und Beziehungen und setzt euch dem Tageslicht aus, um eure Gesundheit zu verbessern? Wieso geht es immer nur um Krankheitsvermeidung und nie um Gesundheitsförderung? Wir Menschen sind nicht nur unser Körper. In allererster Linie sind wir soziale Wesen, die fühlen und denken, die also mit einer Psyche ausgestattet sind. Unsere soziale Seele und unsere Psyche wurden aber komplett vergessen. Und sie wurden nicht nur vergessen, sondern unsere seelische Gesundheit wurde von Anfang an mit dem Beginn der rigorosen Maßnahmen komplett aus dem Blick verloren. Wer jetzt sagt, ja, aber erstmal müssen wir uns vor Ansteckung schützen und überleben und dann können wir ja später nach unserem seelischen und sozialen Wohlbefinden schauen, dem muss ich leider sagen, so einfach ist das nicht. Viele Menschen, vor allem auch Einzelkinder, genauso wie alte Menschen, die oft alleine leben oder psychisch Kranke, die häufig sehr zurückgezogen leben, haben so stark unter Einsamkeit gelitten und leiden immer noch. Denn viele verlassen nach wie vor aus Angst vor dem Virus aufgrund der Panikmache der Medien kaum noch das Haus. Einsamkeit ist ein Risikofaktor für zahlreiche, zum Teil lebensbedrohliche Krankheiten wie Depressionen, die unbehandelt zum Suizid führen können, aber auch Angststörungen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und chronische Lungenkrankheiten, die allesamt lebensbedrohlich werden können. Und genau davon sind vor allem Ältere betroffen, also genau die, die wir doch eigentlich schützen wollten. Einsamkeit kann weiterhin das Leben ebenso stark verkürzen wie das Rauchen von 15 Zigaretten am Tag und ist doppelt so schädlich wie starkes Übergewicht. Das haben wissenschaftliche Studien eindeutig belegt. Wir haben also unsere alten Menschen und dazu noch viele, viele andere, wie zum Beispiel Kinder, durch die Isolation, durch den Lockdown und durch die Quarantänemaßnahmen erst recht geschädigt und tun das immer noch. Haben Sie gewusst, dass man Einsamkeit auch als sozialen Schmerz bezeichnet? Denn wenn man dauerhaft alleine ist, dann reagieren im Gehirn dieselben Regionen wie bei körperlichem Schmerz. Die Menschen werden also in der Isolation, der Quarantäne und im Lockdown sowie durch Social Distancing regelrecht krank gemacht und ganz sicher nicht vor Krankheit geschützt. Und jetzt noch etwas zu den Kindern.
Kinder waren und sind zu keiner Zeit von Covid-19 betroffen, beziehungsweise nur zu einem sehr verschwindend geringen Anteil. Sie sind auch keine Überträger. Auch das ist längst wissenschaftlich erwiesen. Dass man Kindern über Monate eingeredet hat, dass sie, wenn sie ihre Oma oder ihren Opa besuchen, für deren Tod verantwortlich sein können, ist ein Skandal ohnegleichen. Seit wann sind denn Kinder für die Gesundheit von Erwachsenen verantwortlich? Was ist hier eigentlich los in diesem Land? Seit wann ist aus Kinderschutz der Schutz vor Kindern geworden? Solche Worte zu Kindern kann diese über Jahre oder sogar ihr ganzes Leben schwerst traumatisieren. Jemand hat es sehr treffend ausgedrückt. Wir haben nicht so viele Psychotherapeuten, wie wir brauchen werden, wenn das hier erstmal vorbei ist. Zum Thema Solidarität möchte ich auch noch gern etwas sagen. Es ist selbstverständlich, dass wir solidarisch gegenüber Schwachen, Alten und Kranken sind und diese natürlich schützen. Aber was ist denn eigentlich mit der Solidarität gegenüber Kindern oder gegenüber psychisch Kranken? Viele von ihnen leiden seit Monaten enorm unter der Maskenpflicht und unter den Abstandsregeln. Aber das wird kaum in den Leitmedien thematisiert. Seit wann ist denn Solidarität einseitig? Seit wann ist es gerechtfertigt, zum Schutz der einen Bevölkerungsgruppe eine andere zu diskriminieren, zu instrumentalisieren und zu traumatisieren? Ich möchte jetzt aber nicht nur vieles aufzeigen, was momentan komplett schief und in eine völlig falsche Richtung läuft. Ich bin psychologische Beraterin und Stressbewältigungstrainerin. Und in dieser Funktion möchte ich Menschen aufbauen und ihnen Kraft geben und sie mental stark machen. Und es ist mir wichtig, vor allem Mut zu machen. Mahatma Gandhi, der mit seinem gewaltlosen Widerstand es geschafft hat, das britische Empire zum Einsturz zu bringen, der prägte einen wichtigen Satz. Sei du selbst die Veränderung, die du in der Welt sehen willst. Das bedeutet, dass wir alle aufhören müssen, uns über die derzeitigen Zustände nur zu beschweren, sondern wir müssen jetzt alle anfangen, aktiv zu werden. Jeder Einzelne von uns kann etwas tun. Ich möchte euch also abschließend darum bitten, sich einer der vielen, vielen Initiativen, die sich mittlerweile gebildet haben, da gibt es so viele, anzuschließen und sich einzubringen. Mit euren Talenten, euren Ideen und eurem Wissen. Wenn ich Zeit habe, dann kann ich beispielsweise Flyer für die Friedensboten verteilen. Wenn ich keine Zeit habe, dann habe ich vielleicht Geld und kann an eine Organisation oder Initiative spenden, die sich für Freiheit und Demokratie einsetzt. Wenn ich kein Geld habe, dann habe ich vielleicht Kontakte, die weiterhelfen können. Und wenn ich keine Kontakte habe, dann habe ich vielleicht eine Ausstattung oder Ausrüstung, die gebraucht wird. Das heißt, jeder kann und sollte etwas tun und sich einbringen. Wir sind viele und gemeinsam werden wir es schaffen, nicht nur die derzeitigen untragbaren Zustände abzuwenden, sondern gemeinsam schaffen wir es auch, für uns und unsere Kinder eine bessere, eine freiheitlichere und eine gerechtere Welt zu gestalten. Vielen Dank. Danke, Diana. Eltern für Aufklärung, wie kann man euch erreichen? Habt ihr Flyer dabei? Wie kommen die Leute an euch? Wie können die Hilfe kriegen? Die Flyer, die liegen hier vorne auf diesem kleinen Minitisch. Oh, jetzt fällt es bald zusammen. Genau, auf dem Tisch sind unsere Flyer und sonst zu mir kommen, wer gerne mit mir sprechen möchte, wer Fragen hat, ich bin noch eine ganze Weile da. Super, also wendet sich euch bitte. Hilfe gibt's hier. Wo ich uns darauf aufmerksam machen wollte, wir haben noch eine Spendenbox. Alles, was wir immer machen, auch die Sachen, was wir hier haben, das kaufen wir. Die Anlage, die Pavillons. Manchmal haben wir kleine Kosten, wie Strom von der Stadt, Gebühren, wenn wir zum Beispiel einen Platz brauchen, der nicht umsonst ist und so weiter. Und jetzt fliegt uns das Zeug weg. Ja, also dafür sammeln wir einfach ein bisschen Spenden. Alle Spenden werden ausnahmslos für Demo-Sachen natürlich benutzt und kommen natürlich nur den Veranstaltungen zugute.
Das ist natürlich super nett, wenn da jeder ein bisschen was reinlegen kann. So, dann nochmal vielen lieben Dank, dass ihr so zahlreich doch gekommen seid bei diesem schlechten Wetter. Das muss man echt sagen, es ist arschkalt, ich sterbe da hinten im Eck fast. ja, was wir jetzt gerne machen würden, wir würden gerne grundsätzlich, dass mehr Leute aktiv werden, das haben wir ja heute auch schon ein paar Mal gehört. Und damit das funktioniert, seid natürlich ihr gefragt. Und damit wir aktiv werden können, haben wir uns gedacht, alles klar, also wir arbeiten ja aktiv an der Situation, dass wir Demos veranstalten können, dass wir Möglichkeiten kriegen, Leute aufzuklären, denen Hilfe zukommen zu lassen, etc. Und jeder, der sich dann irgendeiner Weise angesprochen fühlt oder noch ein bisschen Emotionen hat und Bock hat, da mitzuhelfen, darf sich sehr, sehr gerne bei uns melden. Wir suchen immer Hilfe, Leute, die wirklich, also wir sind gerne auch für Diskussionen da oder etc., aber grundsätzlich brauchen wir Leute, die aktiv sind, die Lust haben, etwas zu bewegen. Genau. Da auch gleich so der erste Ansporn, hätten wir denn Leute hier, die heute vielleicht spontan was sagen möchten? Einfach mal, ihr habt euch jetzt vielleicht schon auf ein oder andere Demo rumgetrieben, das ein oder andere gesehen, vielleicht schon mal gedacht, ich würde ja schon mal gern den Leuten das und das sagen, weil das liegt mir schon auf dem Herzen. Ja, also wer sich da angesprochen fühlt, der darf doch sehr gerne da nach vorne treten. Haben wir da jemanden? Wer ist denn so mutig? Hinter dir. Hallo, Sonja. Hallo, schön, dass du so mutig bist. Sehr schön. Was, in welche Richtung wird es denn gehen? Was das denkst du, was wirst du uns erzählen? Also, ich habe einfach gedacht, ich habe es einfach satt, ständig nur zu hören, zu gucken, zu staunen. Es tut sich nichts. Ich selber, man weiß nicht, was man machen soll, außer probieren, ohne Maske irgendwo reinzukommen, was ich seit einer Weile immer wieder probiere. Es ist sehr spannend. Es ist stellenweise sehr frustrierend. Man wünscht sich immer, herrje, ist da nicht noch irgendjemand, wo ohne Maske? Oder man fühlt sich sehr alleine manchmal. Und ich mache mir ziemlich viele Gedanken. Ich habe beschlossen, jetzt sage ich heute auch einfach mal was, um mir selber und auch euch klarzumachen, eigentlich jeder wertvoll. Und es ist jetzt echt Zeit, dass jeder über seine Grenzen geht, weil die da oben, die sind über unsere Grenzen gegangen, gnadenlos. Wir kriegen hier in Baden-Württemberg, möchte mal sagen, toi, toi, toi. Wir können nicht aneinander vorbeigehen, weil wir alle Masken aufhaben. Wir kennen uns nicht mehr, wir gehen vorbei, wir sagen nichts, oh, nur schnell wieder raus und schnell wieder heim, der Horror. Wir alle, jeder Einzelne muss da was machen. Ich habe mir erstens so gedacht, okay, egal aus welcher Seite wir das angucken, es kommt ziemlich dicke und ich kann mir vorstellen, das Geldsystem und das Ganze, das crasht sowieso alles zusammen. Und für was haben wir denn Geld? Und ich habe mir dann gestern gedacht, ey, ich habe das Geld, um es für unser Wohlwollen auszugeben, um dass es uns gut geht. Ich bin nicht die, die wo es fett hat oder so, fühle mich trotzdem reich. Aber ich habe mir gedacht, okay, wenn das so ist, dann werde ich mein Geld jetzt einsetzen, um dafür zu kämpfen, für das Recht für alle Kinder, für meine Kinder. Ich kämpfe um das Recht, dass ich ohne Maske hingehen kann, wo ich will. Ich bin sicher, ich stecke niemand an und so weiter. Ich tue es nicht aus bösem Willen, weil ich irgendwelchen Menschen, die wohl da leider bedauerlicherweise immer noch dran glauben, dass wir eine gefährliche Pandemie haben. Ich will denen keine Angst machen, aber irgendwann muss jeder mal, es muss einem doch mal komisch vorkommen. Und man muss selber hinstehen und man kann nicht erwarten, dass es die Pädagogen machen. Natürlich ist es toll. Ich bin sehr dankbar, wenn wir Lehrer haben, die wohl sagen, wir tun unser Möglichstes und so. Aber Fakt ist, wir machen alle schon so ein bisschen mit. Ganz versteckt halt und hoffentlich geht's noch so eine Weile. Wir haben vielleicht die Chance, uns vorzubereiten, weil es hier vielleicht ein bisschen länger dauert. Vielleicht sollten wir das nutzen. Vielleicht kommen endlich mal Artikel in den Zeitungen, dass es Leute gibt, die wo
aus Sorge für die Kinder, für das Leben. Menschenskinder, kann doch nicht sein, dass dann hier nur so ein paar Hansel stehen. Bitte, 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 entwickelt eine innere Haltung. Gönnt euch Ruhe, denkt drüber nach, wo soll das hinführen? Ich bin Vorbild. Es kann nicht sein. Was bin ich denn für ein Vorbild? Um nochmal zu dem Familienstand zurückzukommen. Okay, wir haben uns eine Maske besorgt. War gar nicht so einfach, weil wie gesagt, langsam schwappt es auch zu uns. Obwohl der Arzt es alles gut kennt und so, ich denke, er hat es auch nicht mehr leicht. Ja, jetzt ist es aber so, inzwischen gibt es ja schon die ersten Läden, wo draußen Schilder hängen, da steht drauf, hier kommen Sie auch mit Maskenbefreiungsattesten nicht rein. Die gibt es inzwischen. Vielleicht noch nicht hier bei uns, aber echt, Leute, guckt euch um. Finkbeiner. Ja, hallo, das ist Diskriminierung pur. Und ich erwarte von mir und von allen anderen eigentlich, dass wir hinstehen und die Schwachen schützen. Und nicht, dass es jetzt schon so ist, meine Tochter, die setzt die Maske auf, wenn sie in den Laden geht oder sonst was. Es ist traurig, aber verständlich, weil jeder nur wegguckt. Und ich gehe in den Laden ohne Maske rein. Ich denke, das darf nicht wahr sein. Das sind gestandene Männer, das sind Familien, das sind Leute, die glotzen mich an. Die machen mir Angst, die zeigen mit dem Finger. Bitte, 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 denkt alle drüber nach und bitte, macht euch klar, wir haben eine Wahnsinnskraft in uns. Wir alle, weil wir eine Wahnsinnsliebe in uns haben. Zu unseren Kindern, zum Leben und zu der Entwicklung. Und ich bitte jeden Einzelnen, nicht mehr wegzugucken, wirklich hinzugucken und auch was in Kauf zu nehmen. Scheiße, dann zahlen wir halt Strafe. Na und, für was haben wir denn die Kohle? Für was gehen wir denn schaffen? Wollen wir uns daheim verstecken damit? Ja. Oder wollen wir unseren Kindern wirklich sagen, ja, das müsst ihr jetzt schon verstehen, wir sind da auch nicht, wir finden das nicht gut und so, aber wir setzen die Maske jetzt auf, weil ihr wisst ja, sonst könnte es sein, wir verlieren unseren Job. Dann können wir uns kein Auto mehr leisten. Dann fliegt man vielleicht aus der Wohnung. Wir können uns nichts mehr zu essen kaufen. Dann landen wir irgendwo, dann sind wir raus. Es ist hart. So hart ist es inzwischen, ja. Aber die Liebe und das Vertrauen, hey, dann machen wir's. Dann machen wir's. Das Leben geht weiter. Politiker kommen und gehen. Die erzählen immer irgendwas, wollen uns irgendwas drücken. Aber die Liebe und wir und die Entwicklung, die bleibt. Okay, aber jetzt habe ich genug gelabert. Ich hoffe, ihr habt es verstanden. Vielen lieben Dank, Sonja. Das war wirklich der Wahnsinn. Ich habe selber Gänsehaut. Ich danke dir. So, jetzt darf ich euch die Sarah ankündigen. Die wird uns heute, denke ich mal, aus der Schule auch berichten, oder? Ja? Hammer. Ich freue mich. Einen herzlichen Applaus an Sarah, bitte von euch. Ich bin in der 4. Klasse und ich gehe auch wirklich gerne in die Schule, aber das war jetzt wirklich sehr selten nur möglich in diesem Jahr. Und das finde ich echt traurig, dass man so wenig in die Schule darf. Und weil ja jetzt einer aus meiner Klasse einen positiven Test hatte, musste ich jetzt in Quarantäne. Und das finde ich sehr, sehr schlecht. Danke dir, Sarah. Also ihr merkt schon, hier werden Kinder einfach in Quarantäne gesteckt. Total planlos. So. Jetzt. Ja, okay, alles klar. Der Papa möchte auch noch was dazu sagen. Sehr gerne. Hallo. Ja.
Ich bin der Philipp, ich bin Ulmer und habe gedacht, ja, ist ja nicht aus der Welt, da komme ich mal nach Heidenheim heute. Und ich gebe es zu, ich habe gedacht, wir sind auf dem Schlossplatz und irgendwie zehnmal mehr. Aber ich bin auch hier einfach froh um jeden, der da ist. Es ist, wie soll ich sagen, mit wir als Eltern haben das, denke ich, deutlich zu lang mitgemacht, das Spiel. Und im Nachhinein fragt man sich immer, wie konnte es dazu kommen? Wieso ist man nicht schon viel früher? Ich meine, die Schulen wurden ein halbes Jahr dicht gemacht, bundesweit. Und die Kindergärten. Und wir hatten die Kinder daheim und man fragt sich, wie haben wir das überhaupt geschafft? Ja? Also da hatten wir doch wohl vorher eindeutig zu viel Freizeit, dass wir das irgendwie hingekriegt haben, oder? Gut, ich meine, viele waren in Kurzarbeit, ja, oder dann doch schon arbeitslos, haben wir ja vorhin auch schon gehört. Dann kann man das natürlich besser stemmen mit der Kinderbetreuung und dann ruft man halt mal die Oma an vielleicht, die 80-Jährige, und dann passt die halt mal in Corona-Zeiten auf die Enkel auf, oder? Also das Ganze, was hinter den Kulissen stattfindet, widerspricht dem, was da nach vorne rausgekehrt wird, diametral, ja? Also wir leben in so einer, so zwei Welten zurzeit. Ja, in der einen Welt, wo wir mit unseren Freunden, Verwandten und so weiter einfach ein normales Leben versuchen weiterzuführen, trotz Corona-Maßnahmen. Und dann leben wir in der Öffentlichkeit, wo wir uns dann eben diesen Lappen vors Gesicht hängen. Wenn der in den Dreck fällt, ja, dann müssen wir den halt aufheben und trotzdem uns vor die Nase hängen. Sonst können wir halt nicht einkaufen, sonst können wir halt nicht tanken bei der Tankstelle, ja, sonst können wir halt nicht am öffentlichen Leben teilnehmen. Und das, ja, gibt mir schon zu denken, dass es so lang jetzt doch schon so gut oder auch schlecht ging und dass dann doch so wenig Leute auf der Straße sind. Und Mai, ja, ich bin jetzt froh, dass ich das Spielchen der Öffentlich-Rechtlichen durchschaut habe, so halbwegs, also es ist keine Berichterstattung, was da passiert, sondern es ist Propaganda. Es ist einfach Propaganda, ja. Und dafür bezahle ich eine Zwangsabgabe. Ja, eine Zwangsabgabe, gegen die ich nicht gerichtlich vorgehen kann. Die muss ich einfach bezahlen. Ich habe jetzt meinen Dauerauftrag gekündigt. Genau. Und ich werde den jetzt in Zukunft euroweis oder centweis denen bezahlen. Die kriegen das Geld natürlich, das ist gesetzlich. Aber die kriegen es nicht mehr einfach von mir. Die kriegen es jetzt nur noch mit harter Arbeit. Da müssen die Leute einstellen, die sich darum kümmern, dass der Betrag dann am Ende vom Jahr auch stimmt, ob der stimmt. Und dann müssen sie halt das, was ich zu viel bezahlt habe, zurücküberweisen, bitteschön. Ja? Also ich denke, wir müssen einfach ein bisschen miteinander reden, auch mit den Freunden, Bekannten, Verwandten reden und mal ein bisschen auch, ja, bisschen mutig sein und uns ein bisschen multiplizieren. Das wäre wichtig, glaube ich. Weil ich würde gern auf dem, ja, auf einem größeren Platz mit mehr Menschen den mal so richtig einheizen. Auch in Heidenheim. Danke. Vielen Dank, Papa von Sarah. Ich wollte noch kurz ergänzen zu dem, was Lydia schon hier dargestellt hat. Auf dieses Experiment, das wir im Mittelalter bereits hatten, nochmal hinweisen, das wohl viele Politiker nicht mehr kennen, denn bereits Friedrich II. Hat in Auftrag gegeben, dass die Ammen, um den Kindern keinerlei Gefühlsregungen zeigen dürfen, und er wollte wissen, welche Sprache dann die Kinder wohl lernen, wenn sie keine Sprache hören und auch keinerlei Gefühlsregungen sehen. Das Ergebnis dieses Experiments war, dass alle Kinder gestorben sind in kürzester Zeit. Wir wissen eigentlich, dass die Mimik, also gerade die Mundmimik, das Lächeln, ist ein elementarer Bestandteil unserer Menschlichkeit oder unseres Menschseins. Das haben die Politiker wohl nicht mehr im Bewusstsein. Ich habe gehört, dass inzwischen bereits in Bayern Kindergärtnerinnen diese Maske tragen müssen.
Wie sollen denn die Kinder überhaupt noch sprechen lernen in dem Alter? So, das Experiment, das haben auch alle Erzieherinnen in ihrer Ausbildung gelernt. Das nennt man das Hospitalismus, nennt man das. Die Kinder leiden an Hospitalismus und sterben, wenn sie keinen Input kriegen. Wenn sie nur gefüttert, gewaschen werden und nur so pfleglich versorgt werden, dann sterben die. Das wollte ich noch sagen. Das war der Name von diesem Experiment. Und das haben alle Erzieher, alle Pädagogen haben das gelernt in ihrer Ausbildung. So. Wieso erinnert sich da keiner dran? Ich verstehe es echt nicht. Ich bin die Rita Ecker und genauso wie Sie hier stehen, genauso ist auch mir wichtig, dass es einfach eine logische und eine sachliche Aufklärung gibt zu den ganzen Corona-Verhältnissen und zu diesen ganzen Corona-Zwangsmaßnahmen. Und es gibt aber eine Sache, die fällt mir eigentlich immer mehr auf in letzter Zeit, nämlich, dass das ein Kampf ist, der hier, den man hier führt, wenn man aufklären möchte, der wie so gegen eine Art Nichts läuft oder gegen eine Art, man könnte auch sagen, gegen eine Sinnentfremdung, die hier stattfindet. Also das zeigt sich dann zum Beispiel darin, wenn man jetzt in Bezug auf die Maskenpflicht aufklärt mit logischen Argumenten, zum Beispiel, dass es gesundheitliche Schädigungen mit dem Maskentragen einhergehen und es auch mit wissenschaftlichen Belegen belegt, dass dann sofort von staatlicher Seite oder vom RKI wieder neue Aussagen oder Behauptungen angeführt werden, die dann noch irrationaler sind als die, die vorher schon bestanden haben. Also man kann hier beobachten, wie hier so eine Haltung vorhanden ist des sich Entziehens und der Nichtverantwortung. Und ich glaube, es ist recht wichtig, dass man sich das bewusst macht, gerade wenn man eben sich sehr für Aufklärung einsetzt, denn es ist mit diesem sich Entziehen und also man kann es vergleichen wie in einem Bild, wie ein Schwertkämpfer, der beständig versucht, gegen die Luft zu kämpfen, die sich entzieht. Das ist ein, also so hat Heinz Grill in einem Internetartikel das auf den Punkt gebracht. Und in diesem Kampf entsteht mit der Zeit eine unglaubliche Verausgabung und Hoffnungslosigkeit. Und deswegen glaube ich, ist es wichtig, sich das bewusst zu machen, damit man eben dem sich entgegenstellen kann oder dem nicht erliegt. Also die Aufklärung, die logische Aufklärung, wissenschaftliche Aufklärung, halte ich für sehr, sehr wichtig. Und, aber aufgrund dieser Gesamtsituation, denke ich, ist es darüber hinausgehend wichtig, dass man letztlich jetzt nicht darauf wartet, dass vom Staat oder von offizieller Seite da etwas geschehen wird oder dass da, also man muss eigentlich sich klar sein, denke ich, dass von einem Staat, wo keine Inhalte vorhanden sind, wo eine Lehre vorhanden ist, da wird nichts kommen. Also man, ist ja jetzt auch schon bei verschiedenen Reden eigentlich angeklungen und ich würde es einfach nur noch mal verstärken wollen. Ich denke, es ist notwendig, dass die einzelnen Menschen, also dass jeder eigenständig sein Potenzial und seine geistigen Fähigkeiten zum Einsatz bringt. Und
Ich stelle mir die Frage, ob es nicht auch sinnvoll wäre, dass zum Beispiel solche Demonstrationen, Kundgebungen auch dazu genutzt werden, um eben in einen gemeinsamen Austausch zu kommen und verschiedene Ideen, wie eine zukünftige Gesellschaft, zukünftige Kulturformen aussehen könnten, zu entwickeln und damit mit der Zeit auch eine Kraft freizusetzen, die dann auch eine Umsetzung ermöglicht. Ja, in diesem Sinne, das wollte ich noch ausdrücken. Vielen lieben Dank. Sehr schön, ja. Danke dir. So, jetzt haben wir noch jemanden, der, glaube ich, aus Schweden, wenn ich es richtig gehört habe, was zu finden hat. Bin sehr gespannt. Vielen Dank. Ja, schönen Dank. Ich habe ja vor einiger Zeit mal vor dem Rathaus gesprochen und nie gedacht, dass ich sowas mache. Ich war in Schweden 3 Wochen. Und zwar, ich wollte es einfach mal sehen, wie es da aussieht. Und da war ich sehr überrascht. Ich bin über Dänemark gefahren, alles über Land und Brücke. Und als ich hinkam, habe ich gemerkt, es ist alles entspannt. Und da haben Leute gelächelt. Lauter. Da haben Leute gelächelt. Und jeder grüßt jeden. Die sagen dann, hey, hey. Und ich kann 2 Worte. Das ist hey, hey und tak, tak. Tak, das heißt danke. Und ich habe mir das angeguckt. Die Leute waren entspannt, höflich, freundlich. Man ist nicht gerast. Am Zebrastreifen hat man gewartet und kein Mensch hat eine Maske getragen. Ja, außer dem chinesischen Koch mal, aber das haben die ja immer. Und dann war, oder ein paar Leute habe ich auch gesehen, das waren Deutsche, Hamburger und so weiter, Autofahrer. Die haben einen natürlichen Abstand, aber den haben die auch ohne Corona, weil die Leute sind nicht aufdringlich. Das sind Leute, die sind eigentlich irgendwie entspannt. Der Grund ist vielleicht, das sind nur 10 Millionen und das Land ist riesig. Ich habe nur sehr positive Erfahrungen gemacht und habe festgestellt, es geht auch anders. Natürlich habe ich nicht viel geredet, aber ich habe auch mal gefragt, wie geht's euch? Und denen geht es eigentlich recht gut. Und der Riesenvorteil, deshalb möchte ich das hier sagen, die haben Vertrauen in ihre Regierung. Die haben natürlich schon ein bisschen Sorgen gehabt, ob der Mann das richtig sieht. Und die Presse in Schweden berichtet wahrscheinlich etwas besser als bei uns. Und die sind da relativ unbedarft und da geht es recht zu. Natürlich sind die auch technisch ziemlich affin, was 5G heute bedeutet. Aber auf der anderen Seite ist es auf dem Land kaum so. Ich habe eine unwahrscheinliche Toleranz festgestellt. Und dann habe ich mir den David Icke angehört, London. Vielleicht kennen Sie den, im Trafalgar Square, etwa so 100.000 Leute. Und der hat ganz deutlich geredet. Er hat Folgendes gesagt. Der sagt, okay, ja, machen wir okay, danke. Und der Davy Alte war ziemlich herb. Der sagt, es ist die Zeit des zivilen Ungehorsams. Hat er ganz deutlich gesagt, weil wir können nicht warten, bis die anderen aufwachen, die Regierung. Es ist ein System und das wird durchgezogen. Die einzigen, da haben wir gesagt, ihr seid Millionen in dem Land, aber es ist nur eine Handvoll, die euch steuern. Und dann hat er auch erzählt, wenn der Elefant mehr Hirn hätte, würde er sich nicht von einem kleinen Kind an einen Bindfaden führen lassen. Und in der Situation entdecke ich uns. Ich bin jetzt gerade hergelaufen, da sehe ich Leute, junge Leute, und das hat mich entsetzt, mit der Maske. Hier, bei dem Wind. Und das ist das, was passierte. Also wir können nur eines machen, dass wir weiterreden. Und ich bin deshalb ein bisschen später gekommen, weil ich mir den Schiffmann angehört habe. Der Mann hat ja schier geweint, weil da waren ja 2 Buben im Sportunterricht, mussten die eine Maske tragen. Und deshalb ist für mich der Rechtsstaat im Moment in höchster Gefahr. Aber wir sind in der Masse. Wir sind in der Masse, natürlich müssen wir das friedlich machen, aber ich denke mit einer bestimmten Intelligenz und einfach Mut. Unser Problem ist, dass wir noch relativ wohlständig sind hier und da kommt immer Feigheit, Faulheit und auch eine gewisse Frechheit dazu untereinander. Und deshalb, uns geht es zu gut, aber wir müssen den Mut haben, ohne Gewalt, will ich gleich sagen, aber deutlich mehr reden. Und ich hoffe, dass
Sie bei dem schönen Wetter auch gekommen sind und dass wir alle Wacht bewirken können. Also wünsche Ihnen alles Gute, machen wir einfach weiter. Ja? Danke. Danke vielmals. So, jetzt haben wir noch eine Rednerin. Heute sind es wirklich viele, trotzdem schlechtem Wetter. Das ist der Wahnsinn. Ja, hallo, mein Name ist Simone, ich bin aus Unterkochen, bin heute hierher gekommen, ich bin das zweite Mal nach Heidenheim gekommen. Ich habe viele große Demos mitgemacht, das heißt 1.8., 29.8. Ich war auch in Stuttgart bei der großen Demo und ja, und jetzt habe ich mir überlegt, was können wir machen? Natürlich habe ich viele, viele Informationen bekommen, dafür bin ich sehr dankbar, auch viele tolle Menschen kennengelernt. Und heute Morgen ist mir so eine Idee gekommen, weil ich bin nämlich auch so ein Einzelkämpfer, die ohne Maske einkaufen geht. Ja? Und das Problem ist, dass viele dann auf mich zeigen. Diese Verkäufer sind meistens sehr nett, aber die Mitmenschen, das sind diejenigen, die mich ziemlich angemacht haben, ja? Die mich ziemlich runtermachen, die mich beschimpft haben, zum Übelsten, als asozial bezeichnet haben. Und das finde ich richtig schlimm. Und heute Morgen habe ich mir überlegt, was könnte ich eigentlich machen, außer Flyer verteilen, was ich schon ziemlich intensiv tue. Man könnte sich verabreden, habe ich heute Morgen auch mit einer Freundin gemacht und Familie und haben gesagt, lasst uns doch mit 5 bis 10 oder 15 Leuten in den Laden gehen, ohne Maske, dann bist du nicht mehr alleine, sondern dann sind es eine ganze Gruppe. Und das ist vielleicht was, was uns zusammenstärkt, ja? Wo man dann nicht mehr so einfach angemacht werden kann. Und ich weiß, was das heißt. Ich bin übrigens aus der DDR, ich bin im Osten geboren. Ich bin 1981 mit meiner Familie abgehauen. Das heißt, wir haben Ausreiseantrag gestellt. Ich war 11 Jahre alt, als die Stasi zu uns gekommen ist, mich aus der Schule abgeholt hat. Und als dieses Thema hier losgegangen ist, war ich so sensibel. Ich wusste genau, hier stimmt was nicht. Ich habe sofort geschnallt, dass hier was faul ist. Und ich weiß ganz genau, die Leute, die damals im Osten auch schon in der Regierung waren, die sind heute auch wieder in der Regierung und das wundert mich ehrlich gesagt. Ich fand das schon immer gefährlich. Deswegen lasst uns zusammenhalten und lieber zusammen einkaufen gehen und zwar abreden und da an der Basis was tun. Das ist meine Bitte und ich glaube, das kriegen wir dann hin. Danke. Vielen lieben Dank. Ihr habt es gehört, werdet aktiv, geht gemeinsam, wenn sich eure Leute nicht trauen. Wenn die Masken Probleme haben, unterstützt sie, geht gemeinsam, seid stark für eure Mitmenschen. Und für euch selber auch, bitte. So, wir haben noch einen Redner? Ja, alles klar, wir haben noch einen Redner. Okay. Peter ist mein Name, 57 Jahre alt. Seit circa 8 Jahren habe ich ein tolles Internet. Und dann habe ich auf alle möglichen Kanäle, die ich dann so gefunden habe, ist mein Weltbild in ein anderes gekommen. Vor allem, was um die ganze politische und geschichtliche Aufarbeitung des Ersten und Zweiten Weltkriegs kam. Ich zitiere, John D. Roosevelt sagt, in der Politik geschieht nie etwas zufällig. Wenn was geschieht und das, was geschieht, davon können Sie sicher sein, ist genau so von langer Hand geplant. Noch einen sehr tollen Politiker, den ich sehr schätze, der hat unter Willy Brandt und Helmut Schmidt diese unsägliche Trennung Richtung Ostblock verhandelt, um da eine Erleichterung aufzubauen. Der hieß Egon Bahr. Egon Bahr war mal in einer Schule, in einem Geschichtsunterricht, ich weiß nicht, war es Neuntklässler oder Zehntklässler, er sagte Folgendes. In der internationalen Politik geht es niemals um Menschenrechte,
Freiheit oder Demokratie. Es geht um Interessen von Staaten. Merken Sie sich das, egal, was man Ihnen im Geschichtsunterricht erzählt. Und genau in dieser, ich sage mal einfach dieses Vulgärwort, leben wir genauso. Wir kriegen jetzt hier einen Corona-SARS-CoV-2-Virus vorgesetzt. Durch mein Stöbern im Internet bin ich auf ein PDF gekommen aus dem Jahre 2012. Das ist eine Notiz aus einer Sitzung oder aus dem Bundesministerium des Inneren, wenn irgendwelche Katastrophen wie Hochwasser oder was weiß ich, ein Waldbrand oder geschieht. Und genau in diesem PDF wird von einer Infektionspandemie gesprochen. Ich habe es in meinem Kanal, mein Kanal auf Telegram heißt Peter Lucian. Da sind genau alle diese Videos und Vorträge von Rainer Mausfeld, von Daniele Ganser um den 11. September und so weiter und so fort. Wer mag, kann darinnen stöbern. Genau diese acht Jahre, wo ich in diesem gestöbert habe und hatte es in meinem Umfeld, sei es Kollegen, sei es Familie und was weiß ich was, da habe ich gesagt, um Gottes Willen, der Peter, verzählet von dem und dem etwas, der wieder da seine Vorträge hält. Wieso die Leute, weil er das nicht wissen. 90% von unserer Bevölkerung, von unserer Erwachsenen, will das nicht wissen. Nicht ums Verrecken. Deswegen sehen wir mal die paar Hanseler, wo wir daheim in Heiderheim sind. Das ist schon ein wenig arg traurig. Deswegen, ich wünsche Glück auf. Macht euch kundig. Schaut vielleicht bei mir in meinem Kanal rein. Ich will da echt viel Werbung machen. Ich will bloß euch sagen, da gibt es viele Kanäle, auf die ich verweise, in denen ich 8 Jahre lang bei Nuviso TV, Klagemauer TV von der Schweiz, haben jetzt das Jahr ihr 8-jähriges Kind, da bin ich draufgekommen. Und nochmal ein ganz toller Videobeitrag, warum überall Geld fehlt, heißt er. Das ist die Geschichte vom Goldschmied Fabian. Das war so mein Einstieg, wie das Geld geschöpft wird. Geld schöpfen aus dem Nichts. Es geht da ganz andere Kräfte im Hintergrund, die diese Menschen, die mir mit unserem Kreuz alle 4 Jahre machen, mir einen Wahlakt, alle 4 Jahre. Das ist die Demokratie, die wir haben. Und machen mir ein Kreuz an irgendeiner Partei, weil halt einfach der Mensch uns gut gefällt. Dann falten wir das Papier zusammen und geben unsere Stimme ab in eine Urne. Ruhe in Frieden. Halte die Klappe, du dummes Volk. Danke dir. Ich danke dir vielmals. Sehr interessant, sehr spannend. Ich habe noch mal einen Redner, der letzte, denke ich, für heute. Ja, hallo miteinander. Ich habe mich kurz entschlossen, heute auch noch was zu sagen. Und zwar, du kannst mich filmen. Und zwar bin ich stefan-live.de. Ich habe also eine Internetseite, dort ist ein bisschen auch promoten und da Informationen ins Internet einzustellen, bin auf YouTube und Telegram und so weiter. Und zwar wollte ich was sagen zu der Aktion, dass man was zusammen unternehmen kann. Es gibt mindpeace.eu, die ist auch eine Organisation, die wird in verschiedene Postleitzahlen eingeteilt und so weiter. Und da kann man sich verabreden, um Erfahrungsaustausch zu machen, ob Flashmob gewisse Aktivitäten zu machen. Und das ist also ganz was Tolles. Wie gesagt, das ist mindpeace.eu. Und da kann man zum Beispiel sowas dann verabreden, dass man sagt, wie zum Beispiel in Landshut, war ja das ganz toll mit der Demo, hol die Leichen raus. Spahn hat 25.000 Tote versprochen und so weiter. Also denen da ganz, ganz tolle Aktionen landshut. Und so kann man sich da ein bisschen Kontakte knüpfen. Ja, das wollte ich eigentlich bloß mal sagen. Vielen Dank. Danke dir, Stefan. Vielen Dank. Also wir hatten heute wirklich total viele Sprecher. Trotzdem schlechtem Wetter. Ich danke euch von Herzen. Es ist super, dass ihr doch so aktiv seid. Wir sind zeitlich schon mega drüber, das finde ich super toll, das gefällt mir einfach. Jetzt kommen wir aber zum nächsten Sprecher.
der Timo Peitz, mein Lieblingsphilosoph. Ich wünsche dir ganz viel Spaß. Ja, schönen guten Tag. Schön, dass ihr euch auch bei diesem grässlichen Wetter vor die Tür getraut habt und euch hier stark für uns und unsere Mitmenschen macht. Auch diejenigen, die gerade leider noch nicht da sind. Mein Name ist Timo Peitz und ich habe an der Hochschule Aalen BWL studiert für kleine und mittlere Unternehmen. Und aufgrund einer tragischen Depression habe ich mich nebenher noch für Psychologie beschäftigt und dadurch aber einen tollen neuen Blick auf unser Schulsystem, auf unser Bildungswesen und auf die Wirtschaft erlangen können. Weil mir dadurch langsam klar wurde, wie das überhaupt funktioniert. Warum kaufen wir denn diese ganzen Produkte, die uns in der Werbung angeboten werden? Und warum lernen wir in der Schule so, wie wir eben dort lernen? Und habe dann auch meine Bachelorarbeit dem Thema natürliches Lernen oder beziehungsweise natürliches Denken gewidmet und war empört und fassungslos, dass das sich nichts getan hat, dass die Schule eben so ist, wie sie ist und trotz dieser ganzen wissenschaftlichen Erkenntnisse die Schule immer noch auf dem Stand quasi von vor 200 Jahren ist. Und ich wollte das nicht akzeptieren, konnte ich einfach nicht und bin dann ein bisschen aktiv geworden und habe mit Lehrern, Dozenten, Professoren, Anwälten und Politikern geredet und wurde immer noch fassungsloser und empörter, weil ich immer die gleiche Antwort bekam, wenn ich das Thema Schulsystem oder Bildungssystem angesprochen habe. Und die Antwort war immer, da kann man nichts tun. Da denke ich mir, wo leben wir denn hier überhaupt? Warum, wenn wir es schon besser wissen, wenn wir wissen, dass das, was wir dort machen in den Schulen, schlecht ist, warum sagt man dann, man kann da nichts tun? Das geht mir nicht in den Kopf rein. Und vor allem, als dann hier im schönen Heidenheim mal der gute Herr Kretschmann zu Besuch war, da stand es mir dann schon bis ganz oben. Denn ich habe von seinen Kolleginnen erfahren, dass der gute Herr Kretschmann anscheinend ausrastet, wenn man allein das Bildungssystem in Verbindung mit den Prüfungen und Noten in Zusammenhang bringt. Das ist bei dem also gar nicht gern gesehen. Und dann bin ich halt selber aktiv geworden, habe ein Buch geschrieben, im Internet einen Blog aufgemacht, eine Homepage erstellt oder arbeite jetzt im Moment mit ungefähr 25 Leuten an einer Schule hier für Heidenheim, indem wir das ein bisschen besser machen wie auf den staatlichen, wenn es dann soweit ist. So, ich möchte heute ein bisschen näher darauf eingehen, was in den Schulen eigentlich so passiert mit uns Menschen, was da gemacht wird. Und dann, wenn es noch ein bisschen Zeit übrig gibt, noch kurz auf Masken und Digitalisierung und diese Themen eingehen. Ich möchte jetzt aber erstmal starten mit der Geschichte, und zwar 1806, denn da wurde hier im Preußischen Reich, Königreich wohlgemerkt, also Monarchie, Diktatur, Fragezeichen, sage ich da mal, von einem Herr Humboldt, der eigentlich ein ganz intelligenter Mensch war, die Schule konzipiert. Es war die Zeit, wo die Industrialisierung noch ganz jung war, wo gerade das Bargeld eingeführt wurde, die Lokomotive, der mechanische Webstuhl, der Gasherd und verblüffenderweise auch Impfungen. Wer weiß, ob das irgendwie gerade wieder Parallelen zieht. Und es war die Zeit, wo die Menschen von den Dörfern eben in die Städte zogen, weil auf den Dörfern die Arbeit ausging und in den Städten eben die großen Unternehmen gegründet wurden, wo es eben noch Arbeit gab und wo man eben dieses Papiergeld ernten konnte, um sich davon dann Lebensmittel zu kaufen. Vorbild für die Schule war das Militär. Also allein schon vom Gebäude, lange Flure, links und rechts gingen ein paar große Räume ab, wo dann die Kinder in Reihe und Glied einer autoritären Person, sprich Lehrer, gegenüber sitzen und schön das machen, was der einem vorsagt.
Außerdem dient die Schule dazu, die Kadetten, wollte ich fast schon sagen, die Schüler aufzuteilen, nämlich beziehungsweise zu verteilen in Gymnasien, Hauptschulen und Realschulen. Gymnasium für die zukünftigen Führungskräfte, Ärzte und Wissenschaftler, Realschule für die Verwaltungsangestellten und Hauptschule, da durften dann auch die hingehen, die in Zukunft hart körperlich arbeiten dürfen. So diente also die Schule primär als Sortiersystem, die uns Menschen normal macht und Entschuldigung, Faden verloren. So dient das Schulsystem als Sortiersystem, das nach wirtschaftlichen, militärischen und politischen Vorstellungen Spezialisten erschafft. Wobei Spezialisten ja nur ein anderes Wort für Fachidiot ist. So, dann kommen wir in die Schule und lernen dort erstmal, dass es dort Regeln gibt und für gewöhnlich eine Autoritätsperson, der man eben gehorchen muss. Und zwei der wohl wichtigsten Regeln, die man befolgen muss in der Schule, sind Stillsitzen und Zuhören. Und das ist schon mal völlig konträr zu dem, was ein Kind eigentlich braucht, um zu lernen. Denn da gibt es den schönen Spruch, es braucht eigentlich ein ganzes Dorf, um ein Kind zu erziehen. So, und jetzt soll eine Lehrperson die Aufgabe eines ganzen Dorfes übernehmen. Und das ist auch so was, wie soll das denn funktionieren? Was kann da denn nur bei rauskommen? Und ihr kennt die Antwort, das ist nichts Gutes. So, dann sitzen wir da in der Schule gemeinsam und kriegen Lerninhalte und Lernziele vorgesetzt, die wir nun alle zu erfüllen haben. Die werden in unserem Stundenplan festgetackt. Auf die Lerninhalte kommen wir gleich nochmal zurück. Und wozu dient der Stundenplan eigentlich? Es ist hier ein Effizienzsteigerungsinstrument, der aus der Wirtschaft eigentlich kommt und der uns Menschen eine gewisse Taktung beibringen soll, und zwar in 45 Minuten. Später hat man dann durch psychologische Studien herausgefunden, dass der durchschnittliche Mensch eine ungefähre Aufmerksamkeitsspanne von 45 Minuten hat. Und da muss man sich, wenn man jetzt neue Studien betrachtet, die diese Zeit immer verkürzen, auf ursprünglich 20 bis 35 Minuten und jetzt werden die Minutenzahlen schon einstellig, muss man sich überlegen, ob das nämlich nicht von der Schule bzw. von dem tut, was wir machen. Also Schulunterricht besuchen, Fernsehen oder jetzt eben nur noch Videoclips auf YouTube angucken. Der Stundenplan zerstört, also gibt uns eine Taktung und zerstört damit unseren eigenen Rhythmus, den wir mitbringen, wenn wir auf die Welt kommen. Das heißt, der Stundenplan verwirrt uns schon mal mit dieser Welt, mit dem, was uns hier begegnet. Denn als Kind, als Teenager oder als Erwachsener braucht man jeweils auch einen ganz unterschiedlichen Rhythmus oder hat von Natur aus einen ganz unterschiedlichen Rhythmus. Deswegen führt der Stundenplan schon zu Konflikten, bevor der Tag überhaupt richtig losgeht. Denn während der Teenager noch morgens schlafen will, sagt die Schule, du musst jetzt hier auf dem Parkett stehen und machen, was wir dir so vorschreiben. Das bedeutet natürlich Stress, schon am frühen Morgen, und schädigt die Konzentration. Und den Familienfrieden. Und den Familienfrieden auch manchmal, genau. Die Trennung in Fächern vom Schulstoff, das hat noch einen weiteren Sinn, der wieder nicht im Gedanken eines Lernerfolgs liegt, sondern er erschwert Zusammenhänge zu erkennen und Assoziationen zu bilden. Es macht also das Lernen schwieriger anstatt einfacher. Und dass die Lerninhalte, jetzt kommen wir darauf zurück, und Lernziele für alle Schüler gleich sind, hat natürlich auch unglaublich tolle Auswirkungen. Denn die Vergleichbarkeit wird hergestellt über Prüfungen, die jedes Kind alleine bestreiten muss, und so werden wir eben zum Konkurrenzkampf und zu egomanischem Verhalten herangezogen. Weil ich brauche diese gute Note, ich muss die Prüfung schreiben, alleine, habe keine Hilfe. Also muss ich auch gucken, wie ich ganz alleine damit zurechtkomme. In den Prüfungen geschieht dann das nächste Unfassbare.
denn es wird geguckt, was für Fehler wir dann gemacht haben. Wir können 99% der Aufgaben richtig machen und 1% falsch machen und dann wird nur auf diesem einen Prozent, auf dieser einen Aufgabe, auf diesem einen Fehler rumgehämmert. Und dann wundern wir uns noch, im Studium hieß das, dass wir so eine schlechte Fehlerkultur haben, wo die denn herkommt. Und auf der anderen Seite natürlich auch, wo dieser Perfektionismus herkommt. Warum muss alles immer perfekt sein? Warum darf man nicht auch mal kleine Fehler machen und haben? Und am Ende führt diese Fehlerkonditionierung eben zu einem manchmal unausstehlichen Miteinander. Wenn dann diese Fehler in den Prüfungen festgestellt wurden, wird daran die Note festgelegt. Wir werden also bewertet und da steckt der zweite Teufel oder der nächste Teufel drin. Nicht wir selber bewerten uns, sondern eine andere Person, die wir eigentlich gar nicht kennen, darf jetzt sagen, ob wir ein guter Mensch sind oder ein schlechter Mensch. Und in der Benotung gibt es noch ein Detail, das auch ganz schrecklich ist, nennt sich Durchschnitt. Denn es ist ganz klar, alles, was Durchschnitt oder schlechter ist, ist schlecht. Und jedes Kind, das eigentlich eine intrinsische Motivation hat, einen guten Teil der Gesellschaft abzugeben und alles gut zu machen, und jetzt eben nur Durchschnitt ist oder schlechter, ja, das ist sehr unfassbar. Die ganze innere Psychologie kommt durcheinander. Außerdem wird es unserer Individualität ja gar nicht gerecht. Denn der eine muss ja irgendwo gut sein, aufgrund seiner physischen Voraussetzungen allein schon, worin der andere eben vielleicht nicht so gut ist. Und am Ende des Schuljahres werden dann auch noch Zeugnisse erstellt, was eigentlich nur eine andere Bezeichnung für Brandmarkung ist, die, ich meine, wenn ich es noch richtig im Kopf habe, menschenentwürdigend ist und deswegen irgendwann abgeschafft wurde. So, dieses Belohnungssystem, eins ist gut, ist belobt, da wird man gelobt, ist gut, ist eine Belohnung. Sechs ist eine Strafe, sitzen bleiben, nochmal machen. Dies nennt man auch Konditionierung. Und wenn man so wie ich jetzt eine Bachelorarbeit über dieses Schulsystem schreibt und dann nicht immer Konditionierung schreiben will, sondern auch mal nach Synonyme verwenden möchte und sich da mal umschaut, welche es denn da gibt, dann stößt man auf den eigentlichen Zweck der Schule. Nämlich auf so Wörter wie Abrichtung und Gehirnwäsche. Denn am Ende lernen wir hauptsächlich nur, dass man nur gut genug ist, wenn man die Aufgaben genau so macht, wie sie der Lehrer haben will. Denn dann kommen die wenigsten Fehler zustande, der Lehrer hat am wenigsten Mühe zu korrigieren und die Note fällt für gewöhnlich am besten aus. So werden wir in einen Rahmen gepresst aus Regeln, Erwartungen und Pflichten, die Stress und Leistungsdruck verursachen und wir wissen alle, die Auswirkungen von Stress ist im Endeffekt Krankheit. So wird dann eine Gleichmachung herbeigeführt, obwohl wir alle ganz unterschiedlich sind und das ja auch ganz gut ist, dass wir unterschiedlich sind, weil so jeder seine spezielle Aufgabe auch erfüllen kann. Und jetzt habe ich hier einen Punkt übersprungen, denn alles, was natürlich in der Schule nicht, in den Klausuren nicht abgefragt wird und nicht behandelt wird, ist natürlich auch nicht wichtig. Weil für ein Kind ist immer nur das wichtig, was in der Schule auch, was auch in der Klausur abgefragt wird. Und so gehen uns in der Schule eben auch Empathie, Kreativität, Sozialkompetenzen, Eigeninitiative und Selbstverantwortung verloren. Die Schule zerstört also unser Ich, unsere Individualität geradezu. Und die Auswirkungen können wir jetzt nach 200 Jahren auch ziemlich deutlich sehen. Da werden wir jetzt seit gut 2 Jahren fast täglich in den Medien damit konfrontiert und die nennen sich jetzt Klimawandel, Probleme bei der Partnerwahl, Manipulation, also das nicht mehr auseinanderhalten können von Lüge und Wahrheit, Sucht- und Konsumverhalten, persönliche Krisen, wie bei mir jetzt zum Beispiel die Depression oder eben auch andere Krankheiten, wie Krebs ist ja da gerade die Trendkrankheit Nummer 1.
So, jetzt hat man ziemlich viel Negatives. Könnt ihr noch? Wollen wir noch kurz... Timo, 5 Minuten hast du noch. 5 Minuten habe ich noch. Muss mal kurz gucken. Also, dann überspringen wir Masken und Abstandhaltung und Desinfektionsmittel. Ich denke, damit kennt ihr euch ja alle schon ziemlich gut aus und das haben wir auch schon gehört heute. Vielleicht noch ein paar Worte zur Digitalisierung. Das ist ja jetzt die große Lösung für dieses Corona-Problem in den Schulen. Macht alles digital. Digitale Bildung, das ist die Evolution, das ist der Trend, das ist die Zukunft. Meine Nachforschungen haben ergeben, das stimmt hinten und vorne nicht. Genau das Gegenteil ist der Fall, denn bei der Digitalisierung fehlt die Verbindung von Mensch zu Mensch zum Beispiel, und da haben wir ja schon gehört, dass man da so zum Beispiel keine Sprache lernen kann. Der Fokus wird eben auf die technischen Geräte gezogen und geht damit weg vom eigenen Körper. Wir verlieren also ein gewisses Körperbewusstsein, also Selbstbewusstsein. Wir sehen nicht, wie wir dran sitzen, haben also vermehrt eine schlechte Körperhaltung und wir nehmen unsere Emotionen und Gefühle nicht mehr so ganz wahr. Also entsteht eine gespaltene Persönlichkeit letzten Endes. Und da kann man das einfach nicht für gut heißen, dass jetzt die Kinder 8 Stunden am Tag für dieses vor digitale Medien gesetzt werden, um dort zu lernen. Reizüberflutung, Überforderung, Konzentrationsschwächen, Ablenkung und ein Verlernen der Sensorik und Motorik, um noch schnell ein paar andere Punkte zu nennen, die hier nicht ganz so toll sind mit der digitalen Bildung. Und ganz kurz noch, die Kinder brauchen dreidimensionale Input, also dass sie dann überhaupt die Synapsen bilden und lernen können, dass sich das abspeichert. Das geht nicht durch diese Digitalisierung, auch die Sprache geht nicht, wenn jetzt eine Kassette gelaufen lassen wird oder am Fernsehen irgendwas gehört wird, Märchen, das speichert sich nicht ab. Danke, genau. So, noch ganz kurz auf die Lösungen ein bisschen eingehen. Im Science Magazine, die haben mal veröffentlicht, dass Sport, Musik und Werken die wichtigsten Schulfächer sind. Genau deswegen, da kann man noch was begreifen und sich eben entwickeln. Und wir werden ja alle geboren als Menschen, als Individuen mit unseren Einzigartigkeiten. Dementsprechend auch mit unseren ganz speziellen Motivationen, Interessen und Fähigkeiten. Und wenn wir die frei entwickeln dürften, durch das selber tun, dann würde auch unser Weg sich ergeben durch das Leben. Und wir hätten eigentlich gar keine so großen Probleme, nach jeder Schule uns auch zu entscheiden, was wollen wir jetzt machen, wo wollen wir jetzt arbeiten, sondern in den fernöstlichen Philosophien redet man immer vom Flow, man könnte sich einfach dem Fluss des Lebens hingeben. Und wir könnten uns entwickeln wie eine Pflanze aus uns selbst heraus. Doch Achtung, so ganz einfach geht das nicht, weil auf die Umwelt kommt es an. Dummkopf ist ein Zitat von Bruce Lipton, einem Biologen und Arzt, der derzeit in Neuseeland lebt. Und deswegen sind auch wir gefragt, als Vorbild für unsere Kinder zu dienen. Und dazu sollten wir unseren Werten und Idealen wieder bewusst werden, wo wahrscheinlich der Herr Dr. Edrich auch nochmal gleich drauf eingehen wird, nehme ich an. Um zu wissen, um einmal lernbereit zu bleiben und zu wissen, uns orientieren zu können, ob dieser Ort, in dem wir, oder die Umgebung, in der wir leben, noch das ist, in der wir auch leben wollen. Wenn man jetzt zum Beispiel die gute Dame hatte Liebe auf ihrem Schild oder auch Wahrheit. Und wenn wir jetzt keine Wahrheit mehr in unserer Umgebung oder keine Liebe mehr entdecken können, dann muss ja irgendwas nicht mehr stimmen. Und deswegen ganz wichtig, uns wieder an unsere Werte und Ideale zu erinnern und diese versuchen auch zu leben. So schwer es auch fällt, so merke ich durch eigene Erfahrungen, weil ich
zwinge mich immer wieder dazu, Abstand vom Handy und vom Internet zu nehmen, dass das sehr gut tut. Also kann ich nur euch auch mit auf den Weg geben. Man muss nicht jeden Tag die Nachrichten checken, auch wenn da sehr viel Neues passiert täglich. Es reicht auch alle paar Tage mal. Genau, und wie... wir haben ja noch einen Vorteil jetzt, weil der Präsenzunterricht abgeschafft wurde, soweit ich informiert bin. Und das bietet natürlich Raum für Alternativen. Und wie angesprochen, bin ich da mit ungefähr 25 Leuten hier in Heidenheim dabei, uns eine Alternative auszudenken. Und da kann ich euch nur empfehlen, euch mal auf die zukunftsperspektive-heidenheim.de Homepage zu begeben und dort mal Kontakt mit uns aufzunehmen. Denn wir gründen derzeit einen Verein für Bildung, Gesundheit und Entwicklung. Und wenn wir dann in Kontakt stehen, können wir uns auch austauschen. Ihr kriegt die neuen Informationen und wisst auch, an wen ihr euch wenden könnt. Und dann noch eine weitere Möglichkeit im persönlichen Interesse, nämlich aufmerksam auf meine Homepage zu machen, timopeitz.de. Da decke ich auch die verschiedenen Lügen, wie eben unser Schulsystem, dass das nichts mit Bildung zu tun hat oder das Geldsystem, wie das funktioniert, auf und betreibe ein bisschen Persönlichkeitsentwicklung und Philosophie und zeige eben so neue Möglichkeiten und Entwicklungspotenziale auf. Ich habe auch noch ein paar Flyer irgendwo dabei. Wenn jemand will, darf sich da gerne einen holen. Vielen Dank. Danke dir, Timo. Vielen Dank. So, also ich hoffe, euch ist auch so warm wie mir. Ich möchte nochmal darauf aufmerksam machen, wir sind auf jede Spende angewiesen, dass wir einfach hier weiter Demonstrationen anmelden können, dass wir das organisieren können. Auch hier nochmal die Bitte, wir wollen am 17. Oktober hier wieder eine Demonstration machen. Wir wollen wachsen, wir wollen aktive Mitglieder haben. Es ist eine Menge Arbeit, durch Arbeit können Kosten gespart werden. Also wir sind für jede Person, die Bock hat, was zu tun, dankbar. So, und jetzt auch weiter im Rahmenprogramm. Jetzt haben wir noch den Herrn Dr. Edrich. Genau, der wird uns was über Selbstbestimmung, wenn ich das richtig genommen habe, erzählen. Liebe Mitstreiter und interessierte Mitmenschen, in meiner Praxis behandle ich inzwischen eine wachsende Zahl an Menschen, die durch das Tragen einer Atemmaske teilweise so schwer beeinträchtigt sind, dass jenes für sie unzumutbar ist. Entgegen der Corona-Verordnung, die jene Menschen eigentlich von der Pflicht zum Tragen dieser Maske ausnimmt, erlebe ich aber, wie weder ärztliche Atteste, die das bescheinigen, noch entsprechende glaubhafte Darstellungen von Seiten dieser Patienten noch Gehör finden. Vielmehr werden jene Patienten immer öfters als Corona-Leugner diffamiert und mit dem Verlust ihres Arbeitsplatzes bedroht, sollten sie sich nicht den Anordnungen ihrer Vorgesetzten, die Maske zu tragen, unterordnen. So hatte ich erst neulich einen Fall einer Patientin, bei der aufgrund eines erlebten Raubüberfalls, die Patientin war in jungen Jahren von einem Täter überfallen worden, Mund und Nase waren zugehalten worden, während ein zweiter Täter sie ausraubte, jeder Versuch, eine Maske zu tragen, zu schweren Angst- und Panikstörungen führte. Vertrauensvoll wandte sie sich an ihren Betriebsarzt. Dieser hörte sich die Geschichte an und sagte zum Schluss, ja, da haben Sie ja ein schweres Trauma. Aber sehen Sie, das müssen Sie dringend überwinden. Machen Sie sich einfach klar, die Maske ist nicht die Hand des Täters, sondern dient Ihrem Gesundheitsschutz. Mit diesen Worten hielt er die Patientin am Arm fest, nahm eine Maske und setzte sie der vor Entsetzen zu Tode erstarrten Patientin auf. Nun, Sie können sich vorstellen, in welchem Zustand ich die Patientin nach diesem abermals erlebten Übergriff in meiner Praxis vorfand. Seit diesem Tag war sie nicht mehr in der Lage, auch nur einen Fuß in ihren Betrieb zu setzen. Eine Kündigung wurde ihr inzwischen wegen ihrer Weigerung, eine Maske zu tragen, auch angedroht. Was aber ist hier das Problem? Ein Arzt sagt zur Patientin, sie müssen eben lernen, die Maske zu tragen, zu erkennen, dass diese nicht die Hand des Täters ist, und macht sich damit zugleich mit seinem Übergriff einer schweren Mittäterschaft schuldig, durch die die Patientin eine schwere Retraumatisierung getrieben wird. Dabei ist jener Arzt sich vermutlich noch nicht einmal einer Schuld bewusst. Warum nicht?
Nun, schließlich ist er ja der tiefen Überzeugung, diese Maske sei etwas Gutes und er fühlt sich legitimiert, jener Patientin dieses Gute mit einer Maßnahme, die er als einen verhaltenstherapeutischen Ansatz noch als berechtigt ansieht, aufzuzwingen. Wie aber kann es sein, dass ein Mensch meint, auf der Seite des Guten zu stehen und sich zugleich legitimiert fühlt, jenes vermeintlich Gute anderen Menschen aufzuzwingen? Offensichtlich hat er in sich eine Denk- und Sichtweise aufgenommen, die seinen Willen so tief durchsetzt, dass er jegliche Vorstellung davon, wie man in der Begegnung die Freiheit, Würde eines anderen Menschen achtet, verloren hat. Etwas, also eine gewisse menschenverachtende Vorstellung, ist in ihm wirksam geworden und durchdringt ihn so tief, dass er sich legitimiert fühlt, ein schweres Unrecht zu vollbringen und dennoch davon überzeugt ist, ein Gutes zu tun. Was ihn durchdringt, ist die in der Psychologie durchaus gängige Vorstellung, der Mensch müsse sich eben einfach an die Welt, wie sie ist und zu sein hat, anpassen. Und wer das nicht könne, leide eben an einer therapiebedürftigen Anpassungsstörung. Aber müssen nicht eigentlich wir die Welt durch unsere wahrhaftigen Gedanken, Werte und Ideale umgestalten, statt uns an sie anzupassen? Auch Sophie Scholl berichtet in ihrer Biografie, wie sie als junges Mädchen ihre Gruppe des Bundes Deutscher Mädels als Anführerin autoritär führte und alle, die sich den Prinzipien der Gruppe nicht unterordnen wollten, mit strengen, entwürdigenden Maßnahmen abstrafte, ehe sie erst einige Zeit später mit Schrecken erkannte, welcher Macht sie damit gedient hatte. Wie kann es also sein, dass der Mensch eine Vorstellung so tief in sich aufnimmt, dass er sie anderen Menschen um jeden Preis gewaltsam aufzwingen möchte und dabei buchstäblich über Leichen geht. Dass er sich also durch eine Fremdvorstellung geradezu in seinem eigenen Gewissen auslöschen lässt. Um das zu verstehen, müssen wir uns heute einmal den Wirkungen, welche wahre und unwahre Vorstellungen auf unsere Seele haben, zuwenden. Was hat das mit Corona zu tun, werden Sie sich vielleicht fragen. Nun, obwohl wir inzwischen wissen, dass Covid-19 nicht gefährlicher sein müsste als eine Influenza, wenn wir nicht in unserem Immunsystem erheblich geschwächt sind oder uns schwächen lassen, hören wir auch weiterhin täglich die eindringlichen Warnungen vor der zweiten Welle, werden auch weiterhin immer neue Maßnahmen erdacht, wie aktuell die bereits wiederholt erwähnte Einführung einer Maskenpflicht. Selbst in den Pausenhöfen der Schulen wird auch weiterhin eine Impfung oder Impfpflicht für Covid-19 mit einem tief in die Genetik des Menschen hereinwirkenden Impfstoff, der in seinen irreversiblen Folgewirkungen völlig unüberschaubar ist, als einzige Lösung des Corona-Problems propagiert. Dies alles, wo eine eingehende Analyse der Zahlen zeigt, dass der aktuell dokumentierte Anstieg der Fallzahlen nur den Anstieg der Testzahlen in Deutschland abbildet. Und dass sich trotz steigender Test- und Fallzahlen die Todesrate anhaltend auf niedrigstem Niveau befindet. Dies alles, wo selbst im Deutschen Ärzteblatt schon vor längerem kundgetan wurde, dass in etwa 70% aller positiv getesteten sogenannten Fälle schon aus testtechnischen Gründen als falsch positiv angesehen werden müssen. Dies alles auch, wo inzwischen immer mehr Hinweise vorliegen, dass der sogenannte Drosten-Test, auf dessen Grundlage die Pandemie ausgerufen wurde, möglicherweise und voraussichtlich keineswegs einen spezifischen Wuhan-Virus erfasst, sondern allenfalls unspezifische DNA-Fragmente von lebendigen oder auch toten Coronaviren, wie sie in der Welt schon lange kursieren. In Deutschland haben wir seit Beginn von Corona 9000 Tote zu verzeichnen, die mit einem positiven Test gestorben sind, während wir in früheren Jahren schon einmal mehr als 20.000 Tote durch Influenza hatten. Dabei sind die Corona-Infektionszahlen bereits vor dem Lockdown im Rahmen einer klassischen Frühjahrsentspannung auf ein unkritisches Maß zurückgegangen, sodass die Behauptung, wir hätten ja nur wegen der Maßnahmen so wenig Tote in Deutschland, nicht haltbar ist. Warum aber wird Corona dennoch zur Begründung für Maßnahmen herangezogen, deren Schaden schon jetzt weit größer ist als der Schaden, den das Virus selbst erzeugt hat, und die Menschen immer weiter in ihrer Würde beschmutzen und, wie wir an den eingangs erwähnten Fall gesehen haben, auch traumatisieren?
Warum glauben die Menschen dennoch die Lüge von einem Killer-Virus, welcher sich nur durch autoritäre, antidemokratische Strukturen bekämpfen lässt? Warum lassen wir zu, dass täglich eine Vielzahl an solch falschen Vorstellungen uns immer tiefer in unserer Willensgrundlage besetzt und damit zu steuern beginnt? Als Arzt, der ich mich mit geistig-seelischen Wirkungen auf den menschlichen Organismus beschäftige, möchte ich heute erläutern, wie es meines Erachtens zu einer solch zerstörerischen Irrationalität kommen kann und warum der Großteil der Menschen diesem Treiben untätig zusieht. Dabei müssen wir uns vergegenwärtigen, was eine Suggestion ist. Man weiß, dass man einen Menschen, den man nur eindrücklich genug darlegt, leider an einer schweren tödlichen Erkrankung in den Tod treiben kann. Man nennt diesen Effekt Nocebo-Effekt. Offensichtlich gibt es eine Instanz im Menschen, die eine vehement und manipulativ vorgetragene Meinung einer vermeintlichen Autorität in sich wirksam werden lässt, ohne sie weiter auf ihren Wahrheitsgehalt zu überprüfen. Wir haben es hier mit dem Phänomen einer blinden Autoritätshörigkeit im Menschen zu tun. Auf diese Weise haben wir als Menschheit eine Vielzahl von Suggestionen von Seiten der Medien, der Politik und des Wissenschaftsbetriebes aufgenommen, die uns unbewusst bestimmen. Nehmen wir einige davon einmal in den Blick. Beispielsweise diffamieren die Medien die Corona-Demonstranten unrechtmäßig als Spinner, weltfremde Esoteriker, Rechtsradikale. Der sogenannte Reichstagssturm von Berlin, der sich schon heute klar als eine politisch gewollte Inszenierung zum Zwecke der Verleumdung und Diffamierung der Widerstandsbewegung darstellt, eignet sich dabei hervorragend für diese Propaganda und erinnert leider allzu sehr an eine abgeschwächte Form des Reichstagsbrandes von 1933. Auch diesen hatten die damaligen Machthaber, wenn nicht inszeniert, so doch reichlich für die Bekämpfung und Auslöschung ihrer politischen Kritiker benutzt. Weiterhin betonen die Politiker, dass sie jene Maßnahmen, die unsere sozialen, gesundheitlichen, demokratischen, wirtschaftlichen Grundlagen immer mehr zerstören, angeordnet hätten, um unsere Gesundheit zu schützen, geben sich hiermit selbst die moralische Legitimierung zur allmählichen Abschaffung unserer Grundrechte. Blicken wir auf den Wissenschaftsbetrieb. So produziert dieser derzeit immer mehr Studien, die die Wirksamkeit des Lockdowns und der Maske belegen sollen. All diese Studien gehen aber von falschen Grundvoraussetzungen und einer unsachgemäßen Vorstellung von Krankheiten aus, nämlich davon, dass die Schwere einer Krankheit ausschließlich von der Zahl der eingeatmeten Viren abhängig sei. Dabei wird unterschlagen, dass eine Erkrankung nicht von der Viruszahl, sondern vielmehr von der Beschaffenheit des Immunsystems abhängt und dass alle Corona-Maßnahmen inklusive der Maske direkt oder indirekt erheblich schwächend auf dieses System wirken. In Heidenheim haben einige Schulen nun beschlossen, die Kinder im Winter mit Wolldecken anrücken zu lassen, auf das in den Klassenzimmern gut dauergelüftet werden können. Eine zunehmende Zahl an Lungenentzündungen, einige davon sicherlich auch mit positiven Corona-Tests, ist daher schon jetzt vorprogrammiert. All diese Lügen oder gelinde gesagt Denkfehler aus den Medien, der Politik und dem Wissenschaftsbetrieb prägen sich in den Menschen so sehr ein, dass viele nicht einmal mehr den zeitlichen Zusammenhang zwischen dem Rückgang der Krankheitsvermehrungskurve und dem Lockdown richtig erkennen können. Sie glauben noch immer, der Lockdown habe in Deutschland zu einem Rückgang der Corona-Fälle geführt. Der Bakteriologe Max Pettenkofer hat schon 1892 im Selbstversuch beweisen können, dass ihm eine ordentliche Portion hinuntergeschluckter Cholera-Bakterien nichts anhaben konnte. Wovon aber unser Immunsystem neben all den wichtigen Faktoren wie Bewegung in der frischen Luft, Sozialkontakten, stabile soziale, wirtschaftliche Verhältnisse und ein sinnerfülltes Leben, die den Menschen ja vielfach durch diese Maßnahmen geraubt wurden, auf der seelisch-geistigen Ebene abhängt, das möchte ich hier einmal skizzieren. Generell mache ich die Erfahrung, dass ein Mensch nicht durch Ansteckung alleine krank wird. Jede Erkrankung geht vielmehr eine tiefgreifende seelische Schwächung voraus, die dem Menschen das Gefühl gibt, einer scheinbar unlösbaren Situation ausgeliefert zu sein. Manchmal ist uns diese Wirkung bewusst, meist aber ist sie unbewusst. Wenn wir dem auf diese Weise erkrankten Menschen wieder zur Gesundheit verhelfen wollen, wird es darum gehen, das Krankmachende, also die Suggestion, welche in ihm das Gefühl des Ausgeliefertseins vermittelt, bewusst zu machen und mit dem Patienten eine Lösung zu erarbeiten, durch die er sein Leben wieder selbstbestimmt gestalten kann.
Beispielsweise erkrankte ein Patient, der sich wegen eines positiven Corona-Tests an mich wendete, erst nachdem ihm das Testergebnis vom Gesundheitsamt mitgeteilt und ihm in durchaus einschüchternder Weise eine 14-tägige Quarantäne auferlegt wurde. Durch die Vorstellung, nun Überträger dieses gefährlichen Virus zu sein und 2 Wochen lang eingesperrt bleiben zu müssen, brach sein Immunsystem in Kürze zusammen, sodass er klassische Symptome von Corona nur kurze Zeit nach dem für ihn traumatisierenden und Schuldgefühle erzeugenden Kontakt mit dem Gesundheitsamt entwickelte. Ebenso rasch, wie die Symptome gekommen waren, verschwanden sie aber auch wieder, nachdem der Patient durch ein Gespräch mit mir die schwächende Suggestivwirkung von Angstvorstellungen auf das Immunsystem erkennen und seine Angst- und Ohnmachtsgefühle vor dem Virus und der Quarantäne dadurch überwinden konnte, dass er sich entschloss, die Quarantänezeit für eine gründliche Auseinandersetzung mit dem Corona-Thema zu nutzen. Krank wird also der Mensch, wenn er das krankmachende Gefühl des Ausgeliefertseins aus seiner Umgebung unbewusst aufnimmt, ohne ihm etwas entgegenhalten zu können. Oft sind dies Kräfte, die uns verleumden, uns abhängig machen wollen oder anderweitig unsere Würde herabmindern. Gesund kann er wieder werden, wenn er jene ihm in die Ohnmacht und Minderwertigkeit treibenden Kräfte in den Blick nimmt und eine Lösung erarbeitet, wie er sich diesen Kräften in der rechten Weise gegenüberstellen kann. Mit der Corona-Suggestion nimmt der Mensch eine schwerwiegende, unbewusste Wirkung in sich auf. Es ist dies die Vorstellung, von einem höchst gefährlichen Virus determiniert zu werden und diesen Virus nur durch erniedrigende Zwangsmaßnahmen der Politik eindämmen zu können, welche ihm sogleich die Möglichkeit seines eigenen Immunsystems abspricht. Gegenüber dieser Suggestionsmacht vergisst er, dass er ja die Möglichkeit hat, sich mit jener ohnmachtserzeugenden Suggestion eigenständig geistig auseinanderzusetzen und damit die Angst vor dem Virus und der Fremdbestimmung zu überwinden. Durch das Vergessen aber wirkt die Suggestion Angst, Stress und krankheitserzeugend auf ihn und macht ihn von den Kräften, von denen diese Suggestion ausgehen, abhängig, indem er jenen Macht über sich gibt. Es lebt in ihm unbewusst das Gefühl, Opfer des Virus und des Systems zu sein. Halbbewusst fühlt er zwar bereits, dass jenes System, welches vorgibt, sich für seine Gesundheit zu engagieren, in Wahrheit eben diese Gesundheit schwächt. Jedoch erlebt er sich bereits so sehr in einer Opfer- und Abhängigkeitsrolle, dass er sich dem System gegenüber ausgeliefert fühlt und es vorzieht, sich durch Rückzug zu schützen. Wir glauben, geschützt sei der, der gehorsam sich dem staatlichen Schutzangebot unterordnet. Selbst dann, wenn er es als unwahr erlebt. Und er fügt sich in die Maßnahmen von Social Distancing, Mundschutz, Quarantäne. Zugleich aber nimmt ihm dieser Glaube seine Würde und auch einen Teil seiner Immunkraft und macht ihn damit anfällig gegenüber Krankheiten. So lebt dem Menschen im Zusammenhang mit Corona eine sehr tiefe Suggestion, die ihm ständig einreden will, er müsse sich zurückziehen, um sich zu schützen. Ziehen wir uns aber von der Welt zurück, verlieren wir immer mehr die Fähigkeit, uns mit den Problemen konstruktiv auseinanderzusetzen und diese dadurch zu überwinden. Sich mit etwas auseinandersetzen bedeutet aber, die Angst abzulegen und dadurch das Immunsystem zu stärken. Rückzug und Vermeidung aber wird unser Immunsystem schwächen. Leider lebt neben dem falschen Glauben, uns durch Rückzug vor dem Virus schützen zu können, noch eine andere ähnlich gefährliche Suggestion. Sie will uns glauben machen, es seien die Großen und Mächtigen dieser Welt, denen wir, wohl oder übel, die Führung der Menschheit überlassen sollen. So nur lässt sich verstehen, dass viele Menschen, denen es mit den zerstörerischen Maßnahmen der Politik nicht gut geht, sich lieber ins Private zurückziehen, als öffentlich Stellung zu nehmen. Auch hier lebt die Suggestion, die uns den Rückzug und die vermeintliche Sicherheit in die vermeintliche Sicherheit treiben will. Wurde uns nicht über 2 Jahrtausende gelehrt, es gäbe eine weise politische und religiöse Führung, der wir uns blind anzuvertrauen hätten? Auch hier gilt, wie bei der Virusfrage, je mehr wir uns schwächen, je mehr wir uns zurückziehen und nur noch um unsere eigentliche vermeintliche Sicherheit bedacht sind, desto mehr schwächen wir uns
in unserer Fähigkeit, uns kritisch konstruktiv mit der Welt auseinanderzusetzen und überlassen damit den Mächtigen das Feld. Seelisch bedeutet das, wir werden, indem wir uns nicht mehr mit der Lüge auseinandersetzen, sondern uns zurückziehen, ängstlicher, angepasster und entwickeln uns damit zuletzt zu Mitläufern und Mittätern eines unmenschlichen Systems, welches uns unter dem Vorwand der Gesundheit unfreier und unwirksamer machen möchte. Körperlich bedeutet es, dass unser Organismus, das Immunsystem immer weiter erschlaffen wird, sodass dadurch in wachsendem Maße Krankheit, Krisen, Türen und Tore geöffnet werden. Für die Menschheit aber hat diese Suggestion des Rückzugs fatale Folgen. Schließlich geben wir jenem System dadurch Tag für Tag, Woche für Woche mehr Macht und machen uns damit zu Mittätern einer Welt wachsender Unmenschlichkeit. So werden wir uns immer mehr darum bemühen müssen, die hinter den Phänomenen wirksamen Suggestionen ins Bewusstsein zu heben. Nur wenn wir eine Suggestion durchschauen, wenn wir erkennen, wie sich die Sache in Wirklichkeit verhält, können wir jener wirksam mit wahreren Vorstellungen entgegentreten. Zugleich aber müssen wir uns hüten davor, andere Menschen für die in ihnen wirksamen Suggestionen zu verurteilen. Sind wir nicht selber erst durch die Krise mit Corona zu einem Erwachen gekommen? Sicherlich, auch mich macht es immer wieder verzweifelt, wenn ich sehe, wie tief viele Menschen von irrationalen Meinungen überzeugt sind, nur weil sie es scheuen, sich einmal gründlich mit der Materie auseinanderzusetzen. Wir müssen aber erkennen, dass eine Suggestion, die wir unbewusst in uns aufnehmen, uns das Denken lähmt und uns einhüllt. Wir müssen also damit rechnen, dass die Denkkraft des Menschen mit zunehmenden Suggestionswirkungen ermatten wird, sodass wir die allergrößte Gedankenklarheit, Geduld und Entschlossenheit bei der Überwindung dieser Krise, die eigentlich eine Krise unseres Menschseins ist, entwickeln müssen. Die weltweit wirksamen Suggestionen dürfen wir in Bezug auf ihre Zerstörungskraft nicht unterschätzen. Vielmehr müssen wir darauf gefasst sein, dass jene Wesen der Suggestion ihre Macht nicht freiwillig abgeben werden, sondern sich angesichts des wachsenden Widerstands aufbäumen und mit allen Mitteln der Lüge und Verleumdung den Widerstand zu brechen versuchen werden. Lüge, Verleumdung und Angriffe gegenüber der Widerstandsbewegung erleben wir ja bereits jetzt allerorten. Schon jetzt müssen immer mehr Menschen, die die Suggestionen von Corona fühlen und nicht mehr bedienen wollen, oder wie meine anfangs genannte Patientin, können Zustände erleiden, die sie vor ihre Gewissensfrage stellen. Möchte und kann ich mich zurückziehen, um meines Friedens willen, um mich an das System anpassen, oder aber will ich mich dazu entschließen, jener Irrationalität mutig, entschlossen entgegenzutreten? Entweder ich verliere meinen Job oder ich verliere meine Würde, so sagte mir neulich eine Stewardess, die nicht bereit ist, sich der irrationalen Maskenpflicht im Flugzeug zu unterwerfen. Geht es nicht vielen von uns bereits so, wenn wir ehrlich auf unsere Zukunft blicken? Offensichtlich wird es darum gehen, uns immer klarer zu fragen, ob wir den vermeintlich sicheren Weg des Rückzugs oder aus innerster Opferkraft und Weltenliebe den Weg eines geistigen Widerstandes gehen wollen. Geistiger Widerstand aber richtet sich nicht gegen den Menschen. Der Weg des geistigen Widerstands ist gewaltfrei. Er setzt ausschließlich auf Erkenntnis, Bewusstseinsarbeit. Lügen und Suggestionen müssen in der Wirksamkeit erkannt und für neue Ideale genutzt werden. Und der, der noch von ihnen durchdrungen ist, darf nicht als unser Gegner betrachtet werden. Vielmehr wollen wir ihm als einem Bruder durch unsere konsequente Erkenntnisarbeit dazu verhelfen, dass auch er die Suggestion erkennen und zu einer Selbstbestimmung kommen kann. Je mehr wir diese Kraft aufbringen, desto mehr werden wir als Menschheit in dem Immunsystem erkraften. Ich danke Ihnen allen, die diesen Weg weitergehen wollen, für den Mut und das Engagement. Gerne können sich alle Menschen, die Interesse haben,
den heutigen Vortrag schriftlich nachzulesen oder an den angesprochenen Fragen in seminaristischer Weise weiterzuarbeiten, an mich wenden. Vielen Dank. Vielen lieben Dank, Dr. Hinrich. Danke Ihnen. So, wir sind auch so gut wie am Ende. Ich würde euch noch kurz was mitgeben. Ja, wenn wir so Widerstand machen, dann machen wir den richtig. So, jeder, wo noch Probleme hat mit Masken oder die gerne abnehmen will, wendet uns an uns. Wir haben Ärzte, die helfen euch. Gar kein Problem. Nummer zwei, wenn ihr mal mit einer Auseinandersetzung mit der Polizei kommt zum Thema Maske, bleibt ruhig, sagt kein Wort, gar nichts, macht keine Angaben zur Tat. Auf keinen Fall, ihr seid in dem Moment ja die Straftäter für die. Ihr sagt nichts und nimmt das Bußgeld auf euch. Und wenn das Bußgeld kommt, jetzt kommt nämlich der Trick, Schachmatt legen. Wie machen wir das? Widerspruch? Ihr hattet eine Panikattacke. Das soll euch jemand nachweisen und in der aktuellen Situation ist es absolut legitim laut Gesetz. Es funktioniert in allen Bundesländern und genauso macht sie es. Es empfiehlt euch alle Anwälte aktuell so, das so zu machen. Da hat der Anwalt genügend Spielraum und ihr müsst euch gar keine Sorgen machen, das Bußgeld ist danach komplett ungültig. Und ansonsten, 1. Oktober werden die Corona-Regeln nochmal geändert. Bitte guckt es da mal nach. Das wird wahrscheinlich auch das Maskengesetz ein bisschen abändern. Ich hoffe, es trifft uns nicht so hart. Und ihr könnt es vielleicht da nicht mehr auf gesundheitlich tun, ohne Attest. Das könnte passieren am 1. Oktober. Und da kommt es zu uns. Wir haben Ärzte. Alles klar, dann würde ich an den André übergeben. Der würde dann das Ende für euch machen. Dankeschön. Also. Hallo. Danke, dass ihr hier wart. Ich beende die Veranstaltung hiermit offiziell und wünsche euch allen einen guten Heimweg und hoffe, dass wir uns dann beim nächsten Mal hoffentlich zahlreicher wiedersehen. Dankeschön. 17. Oktober. 17. Oktober. Ja, wer helfen möchte, meldet euch bei uns. Wir brauchen Hilfe.